Heute. Die Jojo kommt erst noch dran, aber Billy haben wir schon mal fertig gemacht, der Trolli und ich. Ja, wir wollten es etwas anders gestalten dieses Mal. Es ist mehr oder weniger nicht gelungen, aber ihr werdet ja selbst hören, wie das jetzt vonstatten geht. Ich mach's auch ganz kurz. Ihr werdet also jetzt zur Überbrückung unserer Sommerpause mehrere Solo-Sessions erwarten können in der Episode 4. Wir fangen mit Billy an. Das ist jetzt zwischen den Sonja bzw. Sanya Runs. Das heißt, ihr werdet eine kleine Verwirrung zwischendrin haben. Es wird immer wieder Solo-Sessions geben. Ich fliege dann irgendwann in den Urlaub. Und ja, so die Idee, neue Intro-Music, neue Outro-Music. Ihr werdet das dann sehen am Ende nochmal beim Outro. Da ich sowieso in der Session viel erzählen werde, werde ich mich jetzt auch im Intro und Outro kurz halten. Bin auch heute alleine. Deswegen viel Spaß bei der ersten Solo-Session mit Billy und dem Spielleiter natürlich. Tschüss. Besser auf, du alte Sackmilbe. Es verhält dich nämlich folgendermaßen. Achso, nee, ich wollte darf düster, so, ne? Düster. Düster, düster. Au! Scheiße, jetzt geht's aber richtig los. Was war denn das denn jetzt, ey? Es war düster. Es wurde doch düster in meinem Hirn offenbar. Also. Liebe Zuhörer, es tut uns leid. Auch unsere Auffassung von düster ist mehr als nur vage. Richtig. Also es ist sehr düster in unseren Köpfen, aber... Ich sag jetzt nicht und untenrum, ich werde nicht nochmal die Stimmung verderben. Nee. Oh. Also, nachdem du und Jojo Hals über Köpf... Also Jojo mehr Hals über Köpf, verstehst du, geflüchtet seid Köpfe. Vom Krankenhaus, war ja erstmal Trennung angesagt und Häme, ne? Hm. Gut. Was ich dir schon gesagt habe, aber hier noch nicht erwähnt habe, du hast bei der, am Anfang der Episode 3, wo du mit Vicky im Kuchen-Dings da saßt, im kleinen Prinzen oder sowas. Ja. Da hast du ja gesagt, du würdest dann gerne mal ein bisschen Daten suchen über den ganzen Scheiß von wegen Troja und Geschissel. Mhm. Kriegst du ja auch alles noch. Es verhält sich nämlich dergestalt, dass jemand frühere Daten, die offenbar damit zusammenhängt, mehr als akkurat geschreddert hat und neuere Daten auch geschreddert werden, noch, immer noch. Das heißt... Was geschreddert? Du meinst, die werden vernichtet? Die werden vernichtet und nicht nur, also ich nehme das und backe das in den Papierkorb, sondern auch irgendwo Matrix ist ja viel zwischengespeichert und so ein Scheiß. Da ist schon auch Hacking mit dabei und eigens geschriebene Programme, um irgendwas zu zerlegen. Nun bist du aber Technomancer. Das macht dich sehr geil. Das bedeutet auch, letztlich musst du gar nicht nach irgendwelchen logischen Verknüpfungen was suchen, was nämlich zum Teil manche Datenteile sind dabei, die irgendwie logisch da gar nicht reinpassen, sondern letztlich musst du ja nur dich führen lassen von den vielen Stimmen der Matrix. Hm. Das heißt, du hast seit über einem Monat, ist es glaube ich, ne, vielleicht sogar mehr, begonnen, ja, irgendwelche Fetzen zusammenzusammeln und dann wird das versucht zu rekonstruieren. Das ist sehr anstrengend, das dauert sehr lange. Ab und zu hilft dir ein Sprite, der einfach daran interessiert ist, solche Puzzle mitzulösen, aber es ist eine Sisyphus-Arbeit. Schön. Schön, schön, schön. Darum geht's aber gar nicht. Du hast jetzt noch einen Teil des Nachmittags Freizeit erstmal, wenn du etwas tun möchtest. Ich wollte mal generell noch fragen, ob noch irgendwas mit der Makarov kam, weil ich ansonsten... Oh, ich hab die Makarov vergessen, ne? Ja. Das ist so eine Sache. Möchtest du mal kurz Datensuche schmeißen, bitte? Ich möchte Datensuche schmeißen, natürlich. Ich hab mir auch schon meinen Charakterbogen wohl vorbereitet. Datensuche haben wir gesagt, war die Data Search. Mhm. Matrix Perception war es natürlich nicht. Gibt's Computer und Intuition. VR oder nicht VR? Wie du willst, ich meine, du bist daheim. Ich bin daheim. Ja, dann machen wir Computer und Logik, sind 18, also. Abnehmende Proben oder einfach nur eine? Haust du eine. Ach, das ist doch gar nicht wahr, oder? Einen Erfolg. Ein Erfolg, naja.
Die gute Frau wurde nirgendwo verhaftet und ist nirgendwo krass auffällig geworden. Was ist mit ihrem Comlink? Das stimmt, das hast du noch. Also ihr Comlink findest du nach, naja, 2 Stunden Suchen. Also, sie gibt's noch. Es gibt sie noch, ja. Wo hält sie sich auf? In Donskoi, und zwar im Südosten. Also im Zwergen-Ghetto. Das ist Südwest. Südwesten ist das. Nee, ein bisschen weiter nördlich davon und ein bisschen weiter östlich. Also ich will jetzt nicht sagen in der Nähe dieser komischen Käfergänge, sondern ein bisschen weiter weg davon, aber da ungefähr, um es abzuschätzen. Außerdem bemerkst du, dass ihr Comlink ein kleines Upgrade erfahren hat, was Firewall angeht. Okay. Ja, Aber eben. nicht so kompliziertes. Also vorher hatte sie den letzten Scheiß und jetzt hat sie den vorletzten Scheiß. Also immer noch ein Witz. Einfach nur mal das zu präzisieren, was du gerade von dir gibst. Richtig. Okay. Das heißt, die gute Frau hat irgendwie immer noch keine Aktionen gezogen von wegen und Rachefeldzüge oder die plant die entsprechend eventuell noch. Könnte ja sein. Das weiß man allerdings nicht. Warum ich es frage, ist folgendes. Das wäre eventuell dann für dich interessant, wenn es einmal so weit kommen könnte. Die ganzen Nachrichten, also Nachrichten sage ich, die ganzen Informationen über die Makarov, ihr Kind, über den Anwalt, über Humanis und so weiter, die würde nämlich Billy, hat sie, sag ich mal, abgespeichert irgendwo zu Hause und möchte sie dann natürlich, wenn der Makarov-Fall quasi nicht publik geht, aber wenn die Makarov halt in Schwierigkeiten kommt, wird Billy diese Information ins Netz streuen wollen. Neues aus dem Fuchsbau. Richtig. Ihr seid echt ganz schön nette Menschen, muss ich ja mal sagen. Und Elfen. Ist ein Gut. Elf kein Mensch? Na, ich dachte, du fühlst dich jetzt beleidigt, wenn ich dich nicht extra wie einen Metamenschen. Ich fände es übrigens witziger, wenn das nicht das Kind von Bullabü hieße, sondern das Kind von Pullabü. Aber das ist eine andere Geschichte. Das werden jetzt auch die Zuhörer nicht verstehen. Ich gebe mir jedes Mal im TS irgendeinen anderen behinderten Namen und es ist langsam schwierig, was Neues zu finden. Und es gibt nur noch ein Kind von Bullabü, der Rest ist am Bahnhof Zoo gelandet. Oh, geil. Ja, die waren auch aus Schweden. Alter. Egal. Ja, also wie gesagt, die Idee hinten dran ist halt, dass Billy sich die Daten aufhebt für den Moment, wenn's quasi virulent wird. Gut. Ich werde dich zu gegebener Zeit darauf hinweisen, falls Gut. es zu einem Ereignis kommt, das dem würdig ist. Naja, Billy wird halt immer mal wieder danach suchen, weil ich denke mal, wenn die alte Amok läuft, dann wird es nicht groß in der Presse aufgerollt werden, sondern Höchstens von eher, Humanes, ja. ja, eventuell Humanis. Das heißt auf gut Deutsch, dass Billy sich dort halt auch auf den Newsportalen einen Account macht, um einfach auf dem Laufenden zu halten, also sprich irgendwelche RSS-Feeds zu bekommen und halt zu gucken, ob der Name Makarov auftritt, dann und wann. Gut. Oder eine Trollfrau, die irgendwelche Leute schlechtet. Jo. Das Ausgezeichnet. ist eigentlich vom Prinzip her so die Side-Attraction, sag ich mal, in meinem tollen Anglizismen-Style, währenddem sie bei, wie heißt er gleich wieder, Gandhi, natürlich ihre Schulden abarbeitet und mehr Arbeit machen will. In dem Zusammenhang, weil wir Solo-Session spielen, werde ich das auch noch anbringen, hier an der Stelle. Kommt tops. Nämlich, dass Billy sich auch drum kümmern wird, mal die Host-Sicherheit bei Gandhi im Bau um vieles zu verstärken. Also einen Patrouillen-Sprite in den Host rein registrieren wird. Ich überlege gerade, was du für Sprites hast, die da richtig gut passen. Oh Gott, das müsste ich mir auch gerade mal mein Almanach aufmachen. Dein Almanach, Alter. Ich finde das Wort geil. Das ist schon Almanach nicht ist ein schlecht. geiles Wort. Nehmen wir es Unwired oder nehmen wir die Fifth Edition? Na, die hat ja noch nicht alle Sprites. Wir haben doch bei dir Ja. schon festgelegt, welche Sprites du hast. Soll ich das mal kopieren? Ja, wenn du Ich schau dir sowas das mal hast. ins Forum, das ist nämlich ziemlich viel. Du hast auf jeden Fall einen Paladin-Sprite. Beschützer, Oh. der einfach nur nicht kaputt geht und Angreifer extrem lange aufhält, wenn er sie entdeckt.
Er soll halt vor allem Alarm schlagen können. Darum Ja, geht's mir. das kann er auf jeden Fall, aber wenn der etwaige Leute dann angreift, du kriegst ihn so gut wie nicht kaputt. Gerade wenn er irgendwie so ein bisschen besser noch ist. Und in der Zeit ist ja, wächst ja Overwatch-Score und der ganze Scheiß. Also es könnte sehr unangenehm werden für den anderen. Ach, habe ich einen Scanner-Sprite? Hattest du mir einen Scanner-Sprite gegönnt? Was ist ein Scanner-Sprite? Warte mal. Ein Scanner-Sprite ist im Unwire drin. Scanner-Sprite? Ich habe mir das in meine To-Do-Liste geschickt, geschrieben. Wie heißt der auf Englisch Scanner? Ich mache mir, Moment, ich mache mir kurz Unwired auf. Wir können ja so Geschichten auch ausschneiden. Ja. Oder vielleicht finden es ja unsere Zuhörer mal zur Abwechslung toll, dass wir ein bisschen Metagaming noch betreiben nebenher. Mit Gehen wir anderen mal in Worten, wir sind dann zu Index. faul, das rauszuschneiden. Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Aber es ist die Wahrheit. Ja, aber das würde ich jetzt trotzdem so nicht sagen. Natürlich nicht. Sample Stream, Submersion. Ach, siehst du, Technomancer Networks wollte ich mir auch noch angucken. Das ist auch noch sowas. Ja, warte. Nee, du, das ist im Advanced gar nicht drin. Es gibt einen Code, es gibt einen Slurf, also Spürhund und einen Tutor im Englischen, Unwired. Tutor. Kide. Was für eine Seite? Hast du das Englische oder das Deutsche Das unwired? Deutsche 155. Sehr schön. Sample Paragon, ne? Also ich glaube, wir hatten bei dir, hatten wir halt die genommen, die Techno-Schamane halt hat. Das ist ja irgendwo anders drin, suche ich gleich. Yes. Und da einer irgendwie von Babel nicht unterstützt wurde, haben wir irgendwas ausgetauscht, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Wir sollten unsere Sachen gegebenenfalls mal dann und wann doch tatsächlich aufschreiben. Also ich weiß, dass du einen Daten, einen Maschinen, einen Infiltrator, einen Paladin und einen Spürhund-Sprite zur Verfügung hast. Das hatten wir festgelegt. Ich In schaue jetzt mal ins generell. Forum. Ich kriege ja nur Zuschläge auf die Proben, wenn ich, weil ich die habe. Aber ich kann ja im Prinzip nach allem fragen, wo ich Bock drauf habe. Ich kriege ja Nee, nur du hast so. fünf feste und auf einen kriegst du einen Bonus und da müsste ich jetzt kurz in dein Charakterblatt gucken. Das habe ich aber gar nicht im Charakterblatt drinstehen, Mann, meine. Dann gucke ich kurz bei Babel. Guckst du mal? Denn da bin ich gerade eben dran vorbeigeflogen an Babel. Der ist auf Seite 150 im Englischen. Ah, das sind die ganzen Immersion-Sachen. Techno-Shaman hat ein Charisma und Resonanz. Crack, Data, Machine, Paladin und Sloth. Sloth. Also, Crack ich müsste Data, dann dann. ist es sogar das. Ich habe keinen Scanner-Sprite, nee. Aber es gibt doch keinen Scanner-Sprite. Doch, gibt es. Okay, Kann nicht dann gleich sein. nicht im Unwired, ich habe noch nie gesehen. Du kriegst einen für Kurier- oder Tutor-Sprites. Und warte mal, da du keinen von denen hast, Nee, hatten wir aber. dann baue ich mir einen Spürhund auf einen Host bei Gandhi und teile Gut. das auch mit, dass wir jetzt einen Spürhund haben, der quasi uns. Also ich stelle ihm den quasi vor über AR sozusagen, ne? Spürhund-Sprite, warte mal, was habe ich denn da? Bim, 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 bim. Ja, du weißt mein Internet und so. Nee, ist doch okay. Ich mache nur lustige Musik, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und vor allem, dann wird es schwerer, es zu schneiden. Für mich selbst. Juhu! Ich mache mir da gerne selbst eine Arbeit. Oh, shit. Nee, den nehmen wir nicht. Ich habe noch einen Wieso? zweiten Versuch. Na, ich habe für dich immer zwei Sprites rausgesucht pro Kategorie, zwei Bilder und ich habe mir gerade gedacht, Alter, bist du bekifft gewesen oder was? Tja. Hast du dazu? Link im TS. Oh, warte, ja. Ein Spürhund, die Lit. Oh, schön. Sagst du Okay. ja. Seit das, ja, gefällt mir. Du sollst, Ausgezeichnet. guck dir mal DMT-Arts noch an. Da gibt's ganz viele Sachen, die im Zusammenhang mit Sprites sehr gut passen würden. Muss kurz notieren. Ich guck mal gerade eben. Brauchst du nicht, ich notiere das nur für später zum Gucken. Ich muss heute noch ganz viel für euch machen. Ach Gott, hast noch Arbeit vor? Spaß habe ich vor. Warte, da ist coole Sache. Da guckst du einfach mal da. Guckst dir das mal später an, wenn du Zeit hast. Sie. Gibt's ganz tolle Sachen. Ich denke, DMT-Art kann man, also die lieben, der geneigte Zuhörer möge den Namen DMT und dann Art, also sprich Kunst, DMT, also DMT, einfach mal so eingeben. Dann kann man sich vielleicht, wie Billy die Matrix auch wahrnimmt, im Endeffekt besser. Warum hast du mir das nicht früher verlinkt? Das ist ja richtig geil. Ja, DMT ist halt ultra geil.
Ja, richtig fett oder was? Nice. Okay. Jo. Wir machen das am besten kurz, Möchtest du weil, in-game springen? ja, also ich glaube, da für Leute, die noch nicht Sprites und so, ist egal. Also, du hast den Sprite registriert und gibst ihm den Auftrag. Auf dem Playground-Host zu patrouillieren. Und wenn ich verdächtige Tätigkeiten finde. Dann wirst du Alarm auslösen. Bei Gandhis Avatar, ich weiß nicht, was für ein Avatar er hat. Ich denke mal, so ein Gandhi. Es ist ein Gandhi mit einem Meditierende. Raketenwerfer auf dem Rücken. Geil. Bei dieser Persona hier und bei mir wirst du einen Alarm auslösen. Natürlich gern. Und versuchen, den Angreifer zu beschäftigen. Soll ich auch versuchen, seinen Standort herauszufinden? Es wäre mir ein leichtes. Dann wirst du das auch so tun. Sehr schön. Sehr gern. Es ist ein angenehmer Ort, um zu verweilen. Ich nehme an, du hältst dich dort öfter auf. Ich bin hier fast täglich. Ich werde immer nach Sehr dir schön. schauen. Oh, das finde ich äußerst freundlich. Und wenn du was brauchst, dann lässt du es mich wissen. Vielen Dank. Ich danke dir. Der Sprite, also neigt sein Gesicht, was anderes hat er ja nicht, vor dir und verstreuselt sich dann zum Ort seines Aufpassens. Halt, bevor er sich verstreuselt, der Fuchsschwanz von Billy streichelt ihm über die Wange. Oh, ist aber nett. Oder war das eher so sexuell gemeint? Nein, das war lieb gemeint, das war Okay, kein. gut, Sie hat ja gut. nicht, ich habe ja nicht gesagt, sie guckt lasziv. Und sie hat auch keine Eiswürfel benutzt. Richtig, keine Langsam Eiswürfel. hab ich's raus. Ja. Jetzt weiß ich, wie das mit dem Flirten funktioniert. Auf der Frauenwelt soll ich mal in Acht nehmen, wenn ich meinen Ah, nö. Fuchsschwanz raushole und den Bein absäche. Du steckst ja. Jetzt habe ich. Oh, das hat jetzt aber einen Moment gedauert. Geil. Sehr gut. So. Jetzt ist schon wieder Hörnchen. Gani ruft dich an. Hallo? Bam, 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 bam. Hi, du hast irgendwann mal gesagt, dass du die Sicherheit hier hochschrauben willst und ich habe gedacht, na ja, klar, machst du das, Alter, weißt du? Jetzt habe ich gesehen, du hast irgend so eine Persona da reingeschickt. Ja. Das ist, was ist das, IC oder was? Ja. Okay, mein Comlink erkennt das Modell nicht. Was ist das für ein IC? Das ist was Selbstgebasteltes. Nice. Okay, es ist ein bisschen creepy, wenn man das so anguckt, aber das ist okay. Kurze Frage. Ja. Du weißt hier sowas wie irgendwie letale oder Betäubungsmethoden dürfen wir hier nicht benutzen. Ach so, ja. Okay, Wir was? nur Standortbestimmung und Alarm. Standortbestimmung. Ja. Das ist, Was wir damit machen, das ist, überlasse ich dir, Gandhi. Ich kümmere mich da nicht drum. Ich schlag nur, also wir Also wenn schlagen nur ich hier Alarm. irgend so ein Script-Kiddy auf unserem Host-Server, ja, das einfach mal ein Spiel kostenlos spielen will oder was, ey, dann fahre ich da hin und dann werden wir das ausdiskutieren. Oder Das ich finde ich mache eine sehr gut. Sitzblockade vor seiner Tür oder so, das weiß ich noch nicht genau. Hungerstreik. Aber da, ja, wenn ich aber Hunger habe, das ist ja blöd. Ja, das sagst du Bescheid, dann wechseln wir uns ab. Ah, sehr gut. Alles klar. Ja. Was selbstgebautes. Alles klar, alles klar, alles Ja. klar. Nee, ich hab nur. Für mich ist diese Sache noch etwas neu, was jetzt auf der NAS hinsteht und so weiter. Und da muss ich kurz überlegen, was selbstgebautes heißt. Also, ich habe überhaupt keine Chance, das zu verstehen, ist aber auch nicht schlimm. Solange das funktioniert und das ist alles super. Es wird, glaube ich, auch nicht einfach werden, das zu verstehen, wenn wir uns länger darüber unterhalten. Wir können es trotzdem mal irgendwann probieren. Ja, klar. Beim Gläschen. Beim Gläschen Met, na klar. Ja, wie du möchtest. Ich lasse mich da gerne einladen von dir. Na klar, also ich bekomme bald so ein Fässchen Met und da ist dann was drin. Fässchen. Ich muss schon noch reden können zum Schluss, ne? Das Zeug ist Wenn, bappesüß. ja, na klar, man muss es ja nicht austrinken. So ein Fass, das angestochen. Ja, okay, angestochen muss es eigentlich weg, aber das funktioniert alles. Okay. Kriegen wir hin, sonst hole ich ein Fläschchen und dann passt das. Ja.
Gläschen hat man ja, also wir haben ja mit Gläschen haben wir ja angefangen. Also, du das sagst, ich erinnere mich, kann gar nicht so lange her sein. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe das aber schon wieder vergessen. Ja, das kann mal passieren. Ich bin ein vielbeschäftigter und so weiter. Und ja. Ne? Also, Junge, Junge, Junge. Ich habe übrigens noch was, wo wir uns gerade sprechen. Alter, Alter. Geht auch bald das Memo raus, aber dich habe ich gerade an der Strippe. Zack. Und zwar, wir werden den Kindergarten auslagern. Wie? Mit freundlicher Unterstützung von Horizon. Wie bitte? Ja, ja. Die machen noch so ganz viel Shit von wegen, na, weißt du schon, Imageverbesserung und sowas und User disconnected from your channel. Liebe Zuhörer, an der Stelle hat unser Spielleiter sich disconnected und ist jetzt wieder zurück. Hallo Spielleiter. Das, ich sag dir nicht, wie es passiert ist, Alter. Ich hör's einfach nicht. Hör auf mit, okay. Es könnte also sein, dass meine Push-to-Talk-Taste alt ist und dass irgendwie ein Würfel auf die F4-Taste gekommen ist. Das ist möglich. Sehr geil. Also, wo war ich gerade? Genau. Sehr geil. Gut, nee, dann... Ich war dabei zu erklären, dass Horizon halt ganz viel Imagepflege betreibt. Das heißt, sie unterstützen so Kindergartenprojekte, wie wir es haben. Und das heißt, die haben da irgendein Haus aufgetan, wo die Miete bezahlen und wir machen nur den Rest. Und die schicken uns ihre dämlichen Mitarbeiter, wenn die mal wieder hier so unbezahlte oder bezahlte Öffentlichkeitsarbeit machen, dahin als Kindergärtner und so. Und das ist eine gute Wahl. Dann haben wir nämlich mehr Platz hier und können die ganzen versauten und komischen und blutigen Sachen machen. Es ist einfach wunderbar. Ah, da wird sich Jojo aber freuen. Oh ja, also, oder? Oder sage ich das ein bisschen später oder so und ein bisschen anders. Keine Geheimnisse. Nee, aber die Wahrheit anders zu formulieren, ist ja noch kein Geheimnis. Machen. Ich wurde immer von meinen Eltern unterrichtet, dass wenn man etwas nicht sagt, ist das auch Lügen. Nee, gefällt mir nicht. Mag ich so denn nicht? Weißt du, wie kompliziert das denn alles wäre? Ich meine, guck mal, ich hatte heute früh krassen Durchfall. Habe ich dir jetzt gesagt, okay, damit ich nicht lügen muss? Ja, ist okay. Kann passieren. Kohletabletten helfen sehr gut. Ja, habe ich dann auch gleich gemacht, weil das war Niagara-Fälle, ist nichts dagegen. War es komplett dünnflüssig oder? Ja, am Anfang mit dem Erstspritzer und dann Pfropfen. So auslaufen. So ein Pfropfen quasi. Ja, genau. Siehst du? Was war denn jetzt da das Problem, sich da mit mir drüber zu unterhalten? War das ja peinlich, Gandhi? Nee, es ist mir nicht peinlich. Ich meine, ich war schon ein bisschen stolz bei der Detonation, aber... Also es ging mir nicht so gut, aber ich war trotzdem stolz. Aber das Ding ist doch, wenn ich da jeden zuquatsche, Alter, das ist doch auch Mist. Ist aber auch jetzt egal. Ja. Dir sage ich erst, dass das Ding gut ausgelagert, was dich auch enthebt, davon Windeln zu wechseln in Zukunft, weil das dann vermutlich ganz woanders sein wird. Was macht denn dann Vicky in der Zukunft? Na, die fährt direkt dorthin und macht dort halt... Ach so, dann sehe ich die gar nicht mehr so häufig. Naja. Blöd. Wenn du ihr sagst, dass sie ab und zu mal umkommen soll, die kommt da auf jeden Fall vorbei. Ja, aber muss ich da jetzt auch hin oder bin ich da jetzt komplett... Du hast gesagt komplett enthoben, ne? Enthoben. Naja, die Matrix-Sachen kannst du ja von hier aus oder von dir zu Hause aus machen, die dort laufen. Von daher bist du. Jo, cool. Das wäre halt ein harter Umweg und sowas. Es sei denn, du möchtest gern dahin und ein paar Kinderpopos putzen, dann steht dir das frei. Nö, aber du weißt, dass ich dir die Rechnung für die Fahrtkosten dann natürlich am Ende vom Monat obendrauf schlag. Ich würde sagen, Steuer absetzen, sehr schön. Wer zahlt denn Steuer? Wir zahlen alle Steuern. Ja, auch du zahlst theoretisch Steuern. Theoretisch, ja. Und praktisch zahlst du sogar mehr Steuern, als du einnimmst, damit ich ein bisschen Sachen rumschieben kann. Das weiß ich ja schon, das ist ja auch okay so. Das ist ja auch, deswegen will ich ja auch den Kindergarten, weil hier so komische Sachen laufen und was weiß ich, wie sich das entwickelt. Ich habe vor, den Mitarbeiterstab nach und nach mehr zu ersetzen durch nur Leute mit schwierigem sozialen Hintergrund. Ist es eh besser. Okay. Yep. So, aber vielen Dank für die Matrix-Sicherheit. Wir sehen uns beim nächsten Treff und genau. Schickst du mal ein Memo raus. Ja, mach ich dann gleich. Ich muss ja noch vorher Laserschau verlieren. Ah, du hast dich jetzt nicht an Horizon verdingelst, oder?
Ich habe schon relativ genau darauf geachtet, was da passiert. Die wollen nur, dass da überall steht, mit freundlicher Unterstützung von Horizon. Die wollen, dass hier runter ihr Logo ist. Die sagen nicht mal, wir sollen ihre komische Technik benutzen und sowas. Das funktioniert also alles. Naja, gut. Und ich meine schon jetzt, ein Drittel unserer Spielwaren sind von Horizon. Also, die wir hier Okay. verticken. Ein bisschen muss man sie schon prostituieren, aber nicht mehr als nötig. Okay. Es ist ja im Prinzip deine Angelegenheit. Aber ich sag's dir ganz klar, wenn ich wegen dir irgendwie jetzt mit Horizon in Verbindung gebracht werde, dann, ne? Nee, nee, nee. Das ist eher so eine Art dauernder Spendenaktion, wenn man es so nennen will. Die schauen dir nicht. Projektbezogene Spenden. Die schauen dir nicht in die Mitarbeiterkartei, ne? Wer da. Sagen wir es mal so, sie machen es nicht wegen eines Vertrages, den ich aufgesetzt habe. Sie tun es vermutlich egal, was ich hier mache. Weil sie in so viele Mitarbeiterkarteien gucken, wie nur möglich. Und, ne? Sich auch nicht aufhalten lassen davon. Nee, ach Quatsch. Aber du hast beim. Na. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass sie rauskriegen, dass du einen Technomancer angestellt hast. Sagen wir es mal so, wenn, dann haben sie das sowieso schon, nicht wegen des Vertrages. Da haben sie Okay. keinerlei Informationen bekommen. Das sind, ihr seid beides, also viele hier sind mit einer Viertelstelle angestellt, mit projektbezogen, damit ich da immer rumschustern kann. Na klar, haben die diesen Monat nur 3 Stunden gearbeitet, aber davor war es richtig viel, weil da war dieses Projekt und so, und deswegen ist das Geld und bla 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 bla. Aber deswegen taucht ihr da sowieso nur so semi in den Mitarbeiterlisten auf. Ihr seid so halt in einer Extraliste. Okay. Also ich kann dir nicht versprechen, dass sie das nicht einsehen, aber nicht wegen mir. Guckst du, dass du uns raushältst, soweit es geht, ne? Auf jeden Fall. Weil ich werde eventuell da nicht so drauf reagieren, wie eventuell Jojo drauf reagiert. Du meinst, sie rastet komplett aus. Ich gehe jetzt nicht in Details, aber ja. Cool. Und ich Also ich mochte werde dich das mit ihr eigentlich. persönlich klären. Ja, mach das mal. Ich glaube, die könnte sich dafür sehr stark interessieren. Cool. Naja, ich Hey, weiß ja es nicht. ist wenigstens nicht Rabutnik, ja? Oh. Ey, mach da bloß keine Witze drüber, okay? Okay. Alles Ich. klar. Jo! Das werde ich nicht tun. Tu's einfach nicht. Ich meine, mein Cyberpenis ist kaum verheilt, da kann ich jetzt nicht irgendwie was riskieren. Was? Wie, was? Nee, nee, Cyberpenis? nee, nee, mag ich jetzt nicht. Man, Ich, ey, bringt Vorteile. das mag ja alles sein, aber. Wie, ich dachte Ehrlichkeit und nichts verschweigen. Ich sag dir noch Ja. was. Besoffen wie sonst was steht wie eine Eins. Kann ich nicht mitreden? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ist allerdings wahr. Naja, gut, okay, ich demonstriere das irgendwann mal, wenn dir es beliebt, sonst nicht. Ich glaube, das möchtest du nicht. Okay. Gut. Du, ich muss Dann jetzt auch mal mach's. los, Ja, ne? Du nee, klar. Quasselbase, gell? Selber mach's Juden oder was? Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Jesus Christ. Cyberpenis, wirklich? Naja, aber ich meine, wenn man einen Cyberpenis zum Beispiel am Oberarm hätte, das wäre doch was. Auf der Stirn. Oh ja. Und den Hoden am Kinn. Sackfresse, würde ich mal sagen. Ja, so. Ach ja, schön. Gut, Gut. du bist immer noch zu Hause. Krasse Wurst. Ja, Wenn du nichts mehr tun willst, können wir auch vorspulen. Ich wollte nur noch die Möglichkeit lassen. nee, ich denke, also wie gesagt, Billy wird sich auf der Suche nach einem TM-Netzwerk machen. TM-Schaman. Ja, Aber ich weiß das. nicht, ob ich die damit ein bisschen überrumpel jetzt. Deswegen lasse ich dir Natürlich mal. tust du das, aber du kannst mal eine abnehmende, ausgedehnte Probe auf doppelte Resonanz würfeln. Abnehmend. Resonanz. Doppelt. Raindrops keep falling on Jetzt. my head. Drei Erfolge. Naja, mach weiter. Vier. Immer weiter. Oh, es sind schon sechs. Sieben. Sieben.
7. Oh, 8. Alles klar. 8 Erfüllchen. Dauert alles, aber ich werde mir das jetzt notieren. Sehr schön. 8 ist ja schon mal ganz schön gut. Wo ist mein Scheißstift hier? Es ist schon für einen 6er Pool. Kann man das durchaus hinnehmen. Kann man schon sagen, gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt also. Ja, ja, alter Ficken, find mein Scheißstift nicht so, warte. Mhm. Computer, an dir kann ich auch schreiben, haha. Ja, das ist unglaublich, die moderne Technik. Gut, War das Erbs gerade? Nee. Alte Sackfresse. Der neue SC. Achso, Sackfresse kommt die Tür rein. Hallo Sackfresse. Naja, egal. Es verhält sich wie. Hallo? Ich höre nichts. Redest du mit mir? Ja, tatsächlich, aber aus irgendeinem Grund kommt er ja auch nicht mehr zurecht. Aber jetzt geht's wieder. Es ist also so, dass du halt noch den Abend verbringst und chillst, dann irgendwann gehst du ins Bett und bla bla bla. Und dann. Finster, haben wir gesagt. Deswegen ist es ja schon dunkel. Es tut mir so leid. So gegen 2.30 Uhr und ja, gegen 2.30 Uhr. Wieso nicht 3 Uhr? Es passiert immer alles scheiße um 3 Uhr. Deswegen ja. Okay, 2.30 Uhr, ja. Billy erwacht. Mhm. Der Grund dafür ist gar nicht ganz so klar. Irgendwie ist, vielleicht gab es irgendwie einen lauten Knall oder irgendein Geräusch oder was auch immer, auf jeden Fall. Erstens hast du so ein, also dein Nachbar kocht gern und er kocht gern mit starkem Curry. Also es ist schon ein intensiver Geruch und da irgendwie in deiner Unterschichtbude die Klimaanlagen ein bisschen nicht ganz hundertprozentig und überhaupt ist das immer eine wahre Pracht in deiner Bude, da richtig schön der Mock. Außerdem hörst du unten, vielleicht war das das laute Geräusch, wie so zwei Jugendliche so einen Comlink-Automaten, so einen 10 Nuyen Comlink-Automaten aufbrechen und da sich irgendwie die ganzen Teile rausfingern und dann wegrennen. Das könnte es gewesen sein, weil die sind jetzt nicht unbedingt auf Stealth versessen, sondern eher mit Brechstangen unterwegs und so ein Gedöns. Randale! Richtig. Ja. Außerdem hörst du vor deiner Tür komische scharrende Geräusche. Habe ich Kameras eigentlich in der Wohnung? Vor der Tür? Ja. Dann schaue ich mal auf den Kameras, was ich sehe. Du siehst einen Mann. Das ist ein Ork. Relativ groß. Sehr offensichtliche Cyberaugen. Die eine, und zwar die in Fahrtrichtung linke Hälfte seines Gesichts, ist wohl irgendwas ganz Furchtbares ist mit der passiert, wie so immer. Säure? Nee, es sieht nicht aus wie Säure. Also die Hälfte des Gesichts wurde irgendwie durch Dermalplatten ersetzt. Also richtig schönes Cyborg-Kiefer-Gedingse. Ach, das offenbar... 2080 Klerasil? Genau. Die Person hat wohl versucht, das zu verdecken mit so einem Latex-Schminkgemisch, aber siehst einfach mal das Chrom durchblitzen. Außerdem ist auch der gesamte linke Arm offensichtlich damit betroffen gewesen, weil er ist auch einfach komplett chrom. Oder er hat ihn sich sonst wie abnehmen lassen oder was auch immer. Man weiß es nicht genau. Die Gestalt selbst kommt dir entfernt vertraut vor, aber du bist dir nicht ganz sicher. Wenn, dann ist mit dem Typen ganz schön was Schlimmes passiert. Kleidung ist enorm unauffällig. Er trägt Mostrans Konzernkleidung. Und Ork. Ja. Grün. Nein, er ist nicht grün. Okay. Er hat einen etwas dunkleren Teint, aber naja, also nichts besonders krasses. Aber Kameras, du hörst durch die Tür, denn so besonders dick sind die an der Unterschicht immer nicht. Hörst du, Mann, jetzt, yo, das muss doch mal gehen, oder was? Billy greift in die Schublade nach ihrer Knarre und lädt das Magazin mit scharfer Munition durch. Gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Was hast du nochmal für eine Knarre? Irgendeine leichte Pistole noch. Gold Amerika! Also irgendeine leichte Pistole ist auch sehr gut. Ja. Aber mit Silencer und Smartlink. Stimmt, ich erinnere mich. Da war ja richtig was drin in dem Ding.
Ja, doch, die hatte ich mir nochmal. By the way, ich habe nochmal ganz kurz, sorry, dass ich nochmal mit Analytic Mind dir kommen muss, mein Freund, aber alle Logikproben kriege ich auch beim Analytic Mind plus 2, oder? Ne? Ne? Nee. Ne? Nee, guck mal ins Ne? SR5, Alter. Nee. Echt? Es ist nicht mehr so. Nee. Alle, die mit Lösen von Rätseln und Puzzeln und komischen, verqueren Sachen zu tun haben. Du hast ihn zum Beispiel bekommen bei deiner sehr ausgedehnten Matrix-Datensuche, die ich für dich gewürfelt habe. Da hast du das jedes Mal bekommen. Aha. Also du kannst mich immer wieder gern darauf hinweisen und es wird immer mal so Sachen geben, die, wo es klappt, aber nicht immer. Können wir mal gucken. In SR4 gab es das nämlich auch auf Improvisieren plus 2. Das könnten wir eigentlich machen. Ja, nee, ist ja nicht jetzt so wichtig. Ich dachte eben nur gerade, weil ich es gerade eben nochmal gesehen habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also was du so siehst, die Kamera, das ist so eine Kamera, weil wir es noch nicht direkt besprochen hatten, hast du keine extra angebracht, sondern so eine Türspion-Kamera. Das heißt, du siehst nicht viel, gerade wenn er sich runterbeugt und so. Und sonst halt direkt die Fresse vom Türspion. Er macht da irgendwas. Es ist wohl nicht mehr die frühere, gute, alte Gunfist-Methode. Er macht da irgendwas in der Tür. Ja, will der die aufbrechen oder was? Oh Gott. Höchstwahrscheinlich, vermutlich, vielleicht schon so. Billy schießt durch die Tür. Nein. Wäre cool gekommen. Vor allem, wenn sie was getroffen hätte. Ja, gut, Die also wenn der Nachbarin jetzt mit einem Einkaufsbeutel, weil sie tot. schön in den Bauch. Aber sie war doch schwanger! Genau deswegen, ja. Sehr Nur gut. an der Stelle hier für Flummi. Nur deswegen habe ich gesagt. Natürlich, die wird sich da, wenn du das nicht anhört, Alter, nur für sie. Alter! Reicht jetzt, hab ich's ja. Ich habe Angst. Billy weiß nicht, was man in so einer Situation macht. Oh Gott, oh Gott. Pass auf, und zwar hat meine Eingangstür so einen Türstopper? Ja. Du weißt, was ich meine. So ein Türstopper, der einfach dafür gedacht ist, dass die Tür nicht Dass gegen die die Tür nicht Wand gegen die Wand klatscht. klatscht, ne? Klar, Genau, ja. hast du. Gut, ich stelle mich dann so, dass wenn die Tür aufgeht, ich mit dem Rücken, also mit dem Rücken gegen die Wand stehe, sodass die Tür quasi auf mich zukommt, wenn sie aufgeht. Und der Türstopper mir dann aber nicht die Nase zerdellert, also die Tür nicht die Nase zerdellert, weil da Türstopper ist. Alles Geht klar. das? Gut. Und dann werde ich eine, habe ich eine Hausarbeitsdrohne? Gestehst du mir eine Hausarbeitsdrohne ein? Ja, die ist jetzt nicht die beste und die ist ein bisschen lädiert, aber die hast du vom Vorgänger übernommen. Gut, die werde ich so platzieren, dass sie momentan so ungefähr 7, 8 Meter von der Tür wegsteht. Und dann im, wenn die Tür aufgeht, im Sauseschritt, sobald der Typ 1 Meter reinkommt, quasi auf den Typen zurauscht. Nice. Oh Gott. Okay, nach weiteren 5 Minuten des bangen Wartens, bei dem du feststellst, dass große Brüste, Gratulieraktionen ganz schön hinderlich sind, aber naja, gut. Ey, Billy fängt gerade an zu schwitzen, Alter. Die pisst sich gerade selbst an, wahrscheinlich. So nach dem Motto. Naja, Okay. also nochmal. Öffnet sich die Tür ganz sanft und vorsichtig. Okay. Und zwar gerade so weit, dass der Herr sich durchdrücken kann, also schon irgendwie ein ganzes Stückchen, aber halt jetzt nicht, dass er wirklich so auffliegt und sonst was. Und er zwängt sich hindurch. Hat er eine Waffe? Nicht in der Hand, aber du siehst eine Rutsche aus Super Warhawk rumhängen. Also er tritt in die Wohnung. Er drückt sich Drohne quasi kommt. rein. Ja, Drohne kommt angefahren, Überraschungseffekt und dann. Ah, ich habe mit scharfer Munition durchgeladen, ne? Scheiße. Ich möchte ihm aus unmittelbarer Nähe. Macht er die Tür zu hinter sich? Ich warte noch. Ist dabei, das zu tun, ja. Okay, sobald die Tür klickt, schieße ich ihm in die Waffenhand. Also in den Waffenarm quasi, oben in den Trizeps rein. In die Schulter. So, je nachdem, wie ich treffe. Sekunde. Oh Gott. Dampfmultiplikatoren. Ich hasse die auch. Ich hasse ihn mir auch, Ich Mann. wollte den Matrix-Scheiß machen, nicht ballern. Ach so, nur das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, ich spiele hier mit Jojo oder was? Ja, hast du, glaube ich, echt uns verwechselt. Naja, ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, hä? Du kriegst +1 plus dein Smartlink. Okay, Moment. Plus 1 auf mein Smartling, sagst du. Was war das? Accuracy? Nee, das Nee. ist Geschick und Pistolen. Und das Limit Okay. ist Accuracy. Accuracy ist 7 bei der. Okay, Pistolen. Was hatte ich? Ach, Pistolen hatte ich 2. Genau, Pistolen 2, Geschicklichkeit 4 sind 6. Plus was? Plus 1, sagst du? Ja.
Okay, zwei Erfolge. Was hast du für ein PB? Der PB der Waffe? Hat 0. Okay. Was heißt das denn? Warum hatten die nur 0? Weil das eine leichte Pistole ist, hat die Ach so. keinen Rückstoß. Durchschlagspenis. Nee, Rückstoß nicht, sondern Durchschlagskraftdingens da. Okay, macht aber 7D. Ach, ich habe meinen Smart Link gar nicht drauf gerechnet, mein Freund. Auf den Wurf. Auf den Wurf, ja, habe ich Ja, den dann machst Smart du Link nochmal nicht drauf. zwei Würfel nach, oder was? Oh, das ist ja doof. Und nochmal ein Erfolg, also drei Erfolge. Ach, wie viel Schaden? Er hat null Nettoerfolge beim Ausweichen, eigentlich kann. DV von 7. 7, also 10, Ausweich, ja. wie willst du denn da Da ausweichen, sag ich, er Alter? macht er nicht. Ach so, kann er nicht, ne? Gut, ich halte ja So, schon du die schießt Fresse. ihm volle Kanne in die Waffenhand. Die Tür öffnet sich zum Glück in die richtige Richtung für dich. Oder in den Waffenarm. Und es spritzt auch schon Blut durch die Gegend. Und zwar ja auch nicht so wenig. Und der Typ klatscht gegen die Wand. Er hebt den anderen Cyberarm abwehrend. Hey, ah, Mann, jetzt warte doch mal, ich kann das auch klären. Ich ziel auf seinen Kopf. Scheiße, Mann, ich verrecke, yo. Du hast die ganze Stimme, Mann, das geht Dark, dark, Alter, sowas von dark. nicht. Ist das jetzt der Pistol Foot oder was? Nee? Okay. Okay, du hast 3 Sekunden, um zu erklären, was du hier willst. Ich glaube aber, das wird länger dauern. Fünf. Die sind doch hinter euch hier, Mensch, ihr müsst aufpassen. Wer die? Hey, jo, der Blössim und der andere. Diese Sackmilben. Was willst du dann hier bei mir in der Wohnung? Ja, vielleicht will ich dich vorwarnen, oder was? Und das kannst du nicht auf einem anderen Weg machen. Schon mal was Ja. von Telekommunikation gehört? Hab ich deine Nummer, oder wie? Wenn du hier weißt, wo ich wohne, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht meine Nummer rauskriegst. Das ist allerdings sehr wichtig, sagt er und Was? stürzt auf dich zu. Oh Gott. Dann drückt Billy ab. Brustkorb durch Oh die Gott. Panzerung. Die Kugel landet hinten in der Wand deiner Wohnung. Oh Gott. Teile Rippen spritzen an die Wand. Und mit einem durch die Cyberaugen doch sehr erbärmlichem Gesichtsausdruck rutscht er runter. Oh Gott, ich hab einen Ork gekillt. Klar, hast du einen Ork gekillt. Der ist tot, der Typ. Ja. Ach du Scheiße. Billy rutscht mit dem Rücken an der Wand runter und ja, übergeben, denke ich, ja, das ist Billy. Ja. Okay, das ist In nicht das Blut witzig. reinkotzen. Die wird nur so ein, was weiß ich, so ein, Ja, ich weiß doch, die ne? Galle halt. Ja, erstmal. Und dann wahrscheinlich schluchzend erstmal da sitzen und die Waffe neben sich liegen haben. Ach du Scheiße. Weiß nicht. Oh Gott, der blutet alles voll. Der blutet alles voll. Billy geht in die Küche. Sie nimmt sich, oh Gott. So Malerfolie habe ich in der Folie, in der Küche. Malerfolie hat auch jeder Haushalt, oder? Also ich nicht, aber ich habe keinen gut geführten Haushalt. Du hast irgendwas in Gummiflitsche. der Richtung. Okay, sie zerrt dann den Ork auf diese Gummi, sag ich, auf die Malerfolie und guckt, dass kein weiteres Blut irgendwie austritt. Du bemühst dich, den schweren Ork auf die Malerfolie zu zerren. Letztes Mal war es ja schon so, dass ihr mit Stevan anpacken musstet, weil der irgendwie noch irgendwelche Kompositknochen oder irgend so ein Scheiß hat, das richtig schwer ist. Also es macht Mühe, Ja. dabei fällt dir auf, Achtung. dass das Blut, was ausgelaufen ist, selber fließt und zwar in die falsche Richtung und zwar zu ihm zurück. Wie bitte? Das Blut mit kleinen Wellenbewegungen bildet so, spaltet sich von der großen Menge ab, bildet Tröpfchen und fließt in die Wunde zurück. Okay, Billy nimmt sich jetzt sofort Kabelbinder und Duct Tape und wickelt den Typen Hände und Füße derartig zusammen, also Hände auf den Rücken, ne, zusammengebunden mit Kabelbinder und Duct Tape, und zwar pro Hand eine Rolle, also fett fest, und entwaffnet ihn, nimmt den Comlink ab und scannt ihn jetzt auch auf irgendwelche internen Cyber-Sachen, Wireless.
Oh, das ist interessant. Mach das mal bitte. Also eine hier Computer und Dings. Anders. Computerlogik? Computer und Intuition. Int? Das ist ja beides 4. Ja, ist scheißegal. Plus 2 wegen deinem Technomancer-Vorteil, aber minus 1, also plus 1. Moment, also 7 plus 1, 8. Ja. Oh Gott. Ich darf dir 4 Erfolge präsentieren. Nicht schlecht, meine. Und warum hast du 3 Erfolge? Ha. Weiß ich nicht, weil ich 3 Fünfen hatte, da vermute ich mal ganz stramm. Also, du findest tatsächlich keine Knoten in seinem Körper, wie das ja eigentlich immer so ist. Also keine einzelnen Sprachrohre der Matrix, aber irgendwie eine Art. Es ist eine Art Matrix-Kommunikation in ihm. Es ist irgendwie, als wäre sämtliches Gewebe von ihm durchströmt von Matrix und nicht nur Matrix, sondern irgendeine Form von Resonanz, aber irgendeine, die du nicht kennst. Das ist krass merkwürdig. Gott, ist es die Dissonanz oder was? Noch Keine nie Ahnung. gesehen. Ach du Scheiße. Von Dissonanz hast du immer von anderen Technomancern gehört, dass sie so widerlich ist, dass es auf jeden Fall nochmal kotzen angesagt wäre und dass sie das Blut in den Adern gefrieren lässt und sowas und so weiter. So So ist hart es ist es nicht. nicht. Okay. Okay, der Typ ist also jetzt verschnürt, entwaffnet, Comlink abgenommen. Finde ich irgendwas anderes an ihm? Kleinkram, unwichtiger Okay. Kleinkram. Ebenfalls Duct Tape und Kabelbinder und sowas. Okay, das nehme ich ihm alles ab. Und ich klebe ihm Streifen erstmal über die Augen und über den Mund auch. Wie früher. Ja. Kennst du doch meiner, ne? Ja. Er beginnt wieder zu atmen. Die Wunden schließen sich. What the fuck bist du? Das Duct Tape um seine Augen herum beginnt sich aufzulösen. Es Wow. bildet ebenfalls wieder so, also es wird irgendwie so eine Art von so bläsrig flüssig, wie Käse in der Mikrowelle. Und diese kleinen Blasen wandern dann einfach von seinen Augen weg und tropfen auf den Boden. So. Dasselbe passiert jetzt an seinem Mund. An den Händen auch? Es beginnt so ein bisschen Blasen zu werfen an den Händen. Ach du Scheiße. Ich habe meinen ganzen Fetisch-Kleiderschrank nicht mehr. Ich habe keine Handschellen und nix. Scheiße, ey. Das wäre jetzt gut gekommen, eigentlich hätte ich das noch, aber das habe ich ja nicht mehr. Irgendwie schon, ja. So eine Bondage-Maske drüber. Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Ich überlege jetzt schon, ob ich ihm gerade nochmal von oben in den Kopf schieße jetzt. Aber, nee, das würde Billy nicht tun. Das wäre zu krass. Billy packt ihre 7 Sachen und rennt. Okay. Aus ihrer Wohnung. Also die packt, was weiß ich, ja, also ihre Knarre ganz klar natürlich und Comlink und Kretzig, Autoschlüssel. Ihren Jumpsuit greift sie sich noch und dann rennt sie. Gut. Ja, du rennst runter. In so einer Wohnung ist ja immer relativ viel los, egal zu welcher Tageszeit. Da gibt es immer irgendwelche Leute, die rumhängen und was weiß ich. Der gute alte, eigentlich recht freundliche Squatter, der manchmal unten bei euch schläft und manchmal gibt da sogar ein bisschen was von seinem Schnaps ab, wenn jemand will, was ich nicht raten würde, weil das ziemlich fuselig aussieht, blickt dich mit so einem ganz komischen, erstarrten Gesichtsausdruck an und grinst dann höhnischst. Das kriege ich in vollem Bewusstsein mit? Also, Ja. es ist krass auffällig, oder was? Ja, es ist schon krass auffällig. Der hängt halt eigentlich immer in seiner Ecke, aber er steht auf, guckt dich an, während du die letzten Treppenstufen runterrennst und das ist relativ komisch. So. Moment, ich bin jetzt an dem schon vorbei, oder ist der in Wenn der du willst, Position? bist du an ihm vorbei. Wenn du nicht stehen bleibst. Ich meine, er steht halt auf und beobachtet dich. Er macht keine Anstalten, dich aufzuhalten oder sonst irgendwas. Ne, Billy rennt. Okay. Kommst vorne an der Tür an und willst sie aufstoßen und sie ist ungefähr 700 Millionen Grad heiß. Du hast Brandblasen an den Händen. Ich kann die Tür auftreten. Ja, sie ist halt 700 Millionen Grad heiß. Ach so, dann ist die Tür nicht gut zum Durchgehen. An anderen Weg. Umdrehen. Raus. Nur weg. Gut, du, es gibt
Was gibt's denn da? Es gibt unten eine Wäschekammer, wo viele Leute ihre Waschmaschinen halt stehen haben, weil da nicht so viel Platz ist in dem Teil. Und da gibt's noch ein relativ großes Fenster, wo man durch kann. Dann hin zu dem Fenster. Ausgezeichnet. Ist das so Souterrain? Souterrain, ja. Nee, warte mal, Souterrain ist doch unterm Boden, oder? Sprich ja doch mal Deutsch mit mir, oder was? Naja, es gibt ja so Erdgeschoss-Souterrain, die so Halbfenster auf der Straße haben. Ne, so halb im Boden, halb im Ah, jetzt quasi, verstehe ich, was ne? du Gerade meinst. Wäschekeller ist doch normalerweise so Souterrain. Ach, ich kriege jetzt Karma-Abzug, wenn ich Französisch rede, Nee, kriegst du nicht. Es ist ne? Erdgeschoss, aber das Fenster ist so groß, dass quasi die Unterseite, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter über dem Boden ist. Der Straße. Okay, ich möchte raus. Gut, du eröffnest das Fenster und springst, hüpfst raus. Hoch, ja, auf die Straße. Wirst in noch erklecklicher Entfernung ein Schnaufen. So ein kehliges halt, ne? Hinter mir. Ja. Ich schau nach, wer da schnauft. Naja, also eigentlich klar. Ich kann kein ganzes Schnaufen, aber ne? Oh mein Gott. Das hier muss auch rennen müssen, ja. Okay. Ich rufe mir ein Drohnentaxi. Also, ich spurte quasi weiter und rufe mir ein Drohnentaxi an die nächste Ecke. Alles klar. Ja, du rennst weiter. An der Ecke, wo das dann wartet, als du um die Ecke herumstürzt, fällst du der Länge nach auf den Boden in den Matsch. Es hat nicht geregnet, es gibt keinen Matsch. Verdammt, auf den kalten Stein. Hinter dir steht ein, nennen wir es mal Herr, in einem relativ guten Anzug, eigentlich schon overdressed für die Gegend, mit blank polierten Schuhen, und zwar so blank poliert, dass du nicht nur dein Spiegelbild sehen kannst, sondern, weiß ich Plack nicht. auf den Zehen. Richtig. Sehr schön, danke. Der Mann hat eine schöne Melone auf. Allerdings hat er kein wirkliches Gesicht. Also er ist unheimlich fahl und wächst an seine gesamte Haut. Er trägt auch schöne Samthandschuhe in einem matten Beige. Er hat einfach so ein wächsernes Gesicht ohne Erhöhung und ohne irgendwelche Konturen, ohne Falten, ohne irgendwas. Das sieht eher aus wie eine ganz, ganz schlecht gemachte Puppe bei Madame Tussauds. Und ich liege jetzt quasi gerade auf dem Rücken, oder was? Nö, auf dem Bauch. Aber so halb auf dem Rücken, wenn du dich umdrehst, um ihn zu sehen, ja. Ja. Er hat dir ein Bein gestellt, habe ich ja schon gesagt. Nein, das sagst du mir jetzt gerade. Entschuldigung, der hat dir ein Bein gestellt. Kennst du die Szene in Terminator, wenn in Terminator 2, wenn Sarah Connor vom dem guten Terminator Arnold Schwarzenegger quasi gerade weg will? Nein. Ach, schade. Die robbt so halb rennend, apathisch, kriechend über den Boden. Das kann ich mir wiederum vorstellen, ja. Ja. Hast du Das gerade ist. Gunfist als Terminator bezeichnet? Na, Weil. der ist viel größer als wie das Billy ist. Ihr seid sogar ungefähr gleich groß, fällt mir gerade auf. Ach so, ja, aber ich meine, so von der Kontur, Das ist Schulter, richtig. ich glaube, Du der ist passt ins schon zweimal Doppelte. in ihn rein, mindestens. Ja. Deswegen. Und der Typ ohne Gesicht, so ein Melonenträger, so ein Zeitraucher wie bei Momo, so stelle ich mir den gerade vor, ist auch nicht unbedingt jetzt das, was ich will. Das heißt Ich also, sag's ja. nee. Na, dein Drohnentaxi kommt an. Gut, ich spring dann halb apathisch heulend ins Drohnentaxi rein. Ich glaube, Alles das ist eine klar. Scheißidee, aber. Das Drohnentaxi fährt unheimlich schnell los. Also es hat eine Beschleunigung, die sonst eigentlich nicht so wirklich erlaubt ist. Das fährt jetzt auch mit 70 Sachen Cruises durch die Gegend. Okay. Ich wurde nicht nach der Zieldate gefragt, oder was? Nope. Scheißidee. Ich möchte das Drohnentaxi hacken. Gut, mach erstmal bitte eine Matrix-Wahrnehmungsprobe. Schon wieder? Moment. Immer her damit, immer her damit. Moment, wo hatte ich denn das? Matrix-Wahrnehmung sagst du, also Matrix Perception. Genau. Komp und Int. Plus zwei. Plus 2, Komp und Int plus 2, schön. Das war 7 und 9. Drei Erfolge. Sehr schön. Du siehst den Knoten, bla bla bla. Es ist relativ, das ist halt immer, was die Drohnentaxis haben, und die haben einfach so einen Limousinenknoten-Kopf,
Ikonografie-Dingens. Es ist bereits eine Persona drauf. Das ist die Persona von Irps. Irps scheint dort einigermaßen die Kontrolle zu haben. Oh Gott, wenigstens jemand, den ich kenne. Irps, was machst du denn hier? Oh Gott, dem geht's nicht gut? Ein genauerer Blick offenbart, dass irgendwie Irps relativ angeschlagen aussieht in vielerlei Hinsicht. Also Teile von ihm sind weißlich verkrustet und ein bisschen was bröckelt von ihm herab. Gerade von den Extremitäten. Scheiße. Irps, was ist hier los? Irps zuckt mit den Schultern und sieht dich relativ panisch an. Wo fährst du hin? Irps zuckt mit den Schultern. Dann ploppt ein kleines Bild vor dir auf, wo das Monster aus dem Schrank dargestellt ist. Dann du und ein Pfeil, der von dir und dem Monster quasi einfach in Richtung woanders hindeutet. Moment, was für ein Monster in dem Schrank? Na, nimm das Bild, was am meisten auf Kinderbüchern ist, für das Monster aus dem Schrank. Okay. Also einfach das Böse. Boogeyman. Der Boogeyman ist gut, der Boogeyman. Es führt einfach dich, der Pfeil führt dich vom Boogeyman einfach weg in eine sinnlose, zufällige Richtung. Okay. Das ist gut. Oh Gott, oh Gott. In eine zufällige... auf das Gebiet der Fleischer zu. Bist du bescheuert? What the fuck, nein. Gesagt, zufällig. Ich war ja gerade eigentlich 200 Meter weit weg von Valerias Platz, ne? Stimmt. Ich... Irps, dreh rum, fahr zu Walli. Irps reißt die Karre rum mit einem unglaublich interessanten Stunt, wobei das Ding halt so kurz auf zwei Rädern steht und es schon auf der Kippe ist, ob's das schafft, aber okay. Klatscht auf die Straße und fährt in die entgegengesetzte Richtung. Irps, wann hast du eigentlich den Führerschein gemacht? Irps? Also, es ist schon gefährlich, es wird auch mal der ein oder andere Spiegel, gibt's noch Spiegel, die ein oder andere Außenkamera abgeschlagen von irgendwelchen Autos oder irgendwie eine Ampel halb gerammt oder sowas, aber es fährt und es fährt schnell. Ich rufe jetzt auch Valeria an über den Comlink. Gute Nacht. Sekunde, ich bin gleich soweit. Was? Walli? Hallo, hallo Foxy. Wo bist du, Walli? Ich bin vielleicht im Büro eingeschlafen. Ist alles okay? Bist du im Blue Cat? Ja, ja. Ich werde verfolgt, ich komme vorbei. Sekunde. Verfolgt? Von wem? Das weiß ich nicht. Es war gerade jemand in meiner Wohnung, den habe ich abgeknallt und dann ist das Blut zurückgeflossen und dann war der wieder da und dann ist der hinter mir hergerannt und der... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich weiß beruhig nicht. Beruhig dich. Fahr nicht zu mir, fahr eine Straße weiter, dort wird jemand... Wie genau? Kommt mit deinem Auto oder was? Ich komme mit dem Drohnentaxi, nein, ich konnte nicht zu meinem Auto. Okay, dann... Alles, beruhig dich. Es wird jemand warten, der quasi deinen Verfolger abfängt. Das ist ganz wichtig. Welche Drohnentaxi-Nummer? Oh Gott, ja gut, die weiß ich ja, dass da Irps eingehackt ist, ne? Ja, ja. Die weiß doch so, ich meine, ja. Du hast es ja bestellt. Ich gebe ihr die Nummer von meinem Drohnentaxi. Alles klar, okay. Beruhig dich, dort fährst du erstmal hin, dort fährst du durch und da wird dann ein Auto stehen, das wirst du schon erkennen und da sind dann Leute, die deine Verfolger irgendwie... Okay. Danach fährst du zu mir. Sehe ich den Typen eigentlich jetzt wieder irgendwo, keine Ahnung, entweder den Melonenmann oder den Gunfist-Verschnitt? Das ist eine gute Frage. Pass auf, du siehst keinen Gunfist-Verschnitt. Als du um eine Ecke stürzt, mal wieder, wobei Irps offenbar ganz gut angerechnet hat, dass wenn er ein abbiegendes Auto rammt, dass sein Auto das Drohnentaxi so rumdreht, dass es wohl auf der richtigen Spur ist und Schäden sind ja nicht so wirklich bekannt. Da siehst du den Melonenmann an der Ampel stehen, zumindest glaubst du das. Es geht halt super schnell und so. Ja gut, dann ansonsten mache ich es, wie Valerie mir gesagt hat. Ich fahre zu der Straße, die sie mir genannt hat und hoffe dann, dass da ein Auto steht, das auf mich wartet. Ja, ja, da ist ein Pickup. Okay. Und da drauf sitzen rauchend
zwei Leute. Und sie haben die Hände so unter der Ladefläche, als würden sie beide etwas halten. Das Drohnentaxi rauscht vorbei. Sie erkennen es offenbar. Du solltest ja weiter zu Bali fahren, wenn dir das passiert hast. Oder? Ach so, ja, okay, gut. Ach, also die sollten ja meinen Verfolger abfangen, genau. Genau, also wenn du vorbeifährst, siehst du dann auch, dass sie dann Maschinenpistolen ziehen. Okay. Gut, ich, ja. Dann kommst du bei Wally an, du hörst vorher noch ausgedehntes Feuer. Maschinengewehrfeuer? Ausgedehntes? Ja, Maschinenpistolen halt. Maschinenpistolen? Die machen das Ding leer, sag ich dir. SMGs? Ja. Na super. Maschinengewehre wäre ein bisschen hart. Naja gut, es ist Valeria, da weiß man nie. Maschinengewehr unterm Rock, na klar. Die hat einen Bums, sag ich dir, die Frau. Dark. Bitte? Dark, finster und so. Ja. Ist das denn? Gut. Ja, gut, dann gehe ich zu Wally. Die ist natürlich schon draußen, wartet auf dich, hat dann nochmal zwei Kollegen, die da wohl unter ihren Mänteln, was im Sommer halt schon auffällt und schon ganz schön unangenehm warm aussieht, die Hände haben und wohl auch etwas halten. Hören die mal auf zu masturbieren hier, ich bin im Stress. Ich kann einfach nicht alles. Es ist doch vollkommen okay. Ich oder was, weißt du? Nee, du hältst das viel besser durch als ich. Ich muss Scheiß machen, ich bin total aufgeregt gerade. Genau. Muss halt. Geht nicht anders. Okay. Erbs sieht übrigens immer noch gar nicht gut aus. Wenn er aber anhält und du aussteigst, wird er sich in die Tiefen der Matrix verpissen. Ach, danke, Erbs. Danke. Pfleg dich sauber und sobald frische Luft wieder ist bei mir zu Hause, dann kommst du vorbei. Oder gehst in Jojos Maschine. Erbs nickt. Und schlägt sich über den Mund. Gut. Foxy, was zur Hölle ist da los? Oh Gott, ich weiß nicht, Wally. Ich zeig ihr die Aufnahmen von meiner Kamera, meiner Spionkamera und dann, als ich den Typen abgeknallt habe. Wenn du mir zugestehst, dass ich die aufgezeichnet habe, im Kurzzeit speichere. Na, zumindest deine Drohne hat die Aufnahmen gemacht, die war ja da in der Ecke rumstehend. Ja, das zeige ich dir halt, damit ich wenig erklären muss, weil Billy wird da sitzen, zitternd, bleich wie die Wand, also weiße Wand. Und wird wahrscheinlich relativ starke Probleme haben, überhaupt zu kommunizieren. Also, aber die legt ja eine Hand auf die Schulter. Sie zuckt. Streicht so ein bisschen firm, also fest, aber zärtlich darüber. Sieht sich das an? Okay. Foxy, du hast diesen Typen erschossen, das sehe ich, das ist absolut in Ordnung. Aber was hast du mir danach erzählt, das habe ich nicht ganz gerafft. Guck doch einfach weiter, was passiert, der Typ steht wieder auf. Ich habe dem in den Brustkorb geschossen. Was? Nein, der liegt hier. Was, der liegt hier? Sie zeigt dir eine Aufnahme, wo du gerade siehst, wie sich das durch die Augen durchätzt und er im Begriff ist, seine Fesseln auch halt zu durchbrechen. Moment, ich sehe, dass er quasi gerade die... Du siehst das, was du vorhin gesehen hast, so wie es sich ereignet hat. Und Valeria sieht das nicht? Nö. Hallo? Siehst du das nicht? Guck, wie die Augen gerade sich freiätzen und dann die Hände? Das komplette Ducktape löst sich auf und dann rennt er hinter mir her. Guck doch! Okay, Foxy, pass auf. Ich werde jetzt mal einen rüberschicken. Ja? Hinter dir war keiner. Aber also warum... kein Verfolger. Warum habe ich schon Maschinengewehre gehört? Sie schreibt kurze Nachricht. Es hat niemand geschossen. Ich habe ganz klar Maschinengewehrfeuer gehört. Okay, Foxy. Hä? Beruhig dich erstmal. Willst du was zu beruhigen haben oder nicht? Ich meine, Beruhigungstee. Nee. Ich kann... Wasser. Ja, weiß nicht, vielleicht. Okay. Sie lässt dir ein Glas Wasser ein. Da drüben im Bad kannst du dir kurz die Hände waschen und dich vielleicht ein bisschen frisch machen. Ich werde in der Zeit jemanden zu deiner Wohnung schicken, der sich das mal ansieht, okay? Okay. Und dann sehen wir weiter. Die sollen vorsichtig sein, mit dem Typ ist irgendwas nicht okay. Okay, ich nehme jemanden, der zuverlässig ist. Okay, danke. Ja, Billy geht dann ins Badezimmer, wäscht sich die Hände, mein Gott. Und wird dann wahrscheinlich erstmal in den Spiegel gucken und sich fragen, ob sie noch ganz normal ist.
Dann wird sie sich auf ihren Knoten zu Hause nochmal kurz einwählen, ihre Drohne befehlen, dass sie in den Hausflur geht. Mhm. Ist die Tür eigentlich, ist meine Haustür zu, ne? Meine Haustür ist offen, sperrangeweit. Ach du Scheiße. Kann ich meine Drohne so steuern, dass die Haustür schließt? Naja, die muss ja nur dagegen fahren, im Endeffekt, und zudrücken. Ja, das ist absolut richtig, klar kann sie das. Gut, und dann will ich sehen, ob da ein Typ rumliegt. Nö. Oh Gott. Es liegen die tröpfchenförmigen Fetzen von dem ganzen Ducktape, Sekunde. So, also du siehst toll. In deiner Wohnung auf dem Boden die letzten Überreste des Ducktapes. Und des Kabelbinders. Das heißt, der Typ ist weg, den ich gerade erschossen habe. Ganz genau. Valeria sagt mir, da liegt ein Typ rum in meiner Wohnung und ich sehe keinen Typen in der Wohnung. Ja. Okay, ich spritze mir Wasser ins Gesicht, kneife mir in die Wangen und in den Speck, den ich nicht hab. Also Bauchspeck. Und schau dann nochmal. Deine Augen, sie trügen dich nicht. Da ist nichts mehr. Okay. Ich gehe dann zurück zu Walli und sag ihr, okay, was siehst du hier auf dem, was siehst du hier, was meine Drohne gerade überträgt? Die Leiche eines Mannes bei ungünstigerweise offenstehender Tür. Nee, die Tür habe ich ja schon zugedrückt, Mann. Ich habe das vernommen, Dys. Was? Was? Ich habe doch die Tür gerade zugedrückt, verdammt. Sie steht offen. Die scheiß Drohne hat doch die Tür gerade zugedrückt. Nein. Okay, ich... Walli, pass auf, ich gebe ihr jetzt nochmal den Befehl. Guck hin! Ja, sie fährt an die Wand, wo die Tür offen steht. Und kommt nicht über den Türstopper. Wie lange brauchen deine Typen, bis sie da sind? 10 Minuten. 10 Minuten?! Mhm. Wenn einer meiner Nachbarn eine Leiche in meiner Wohnung rumliegen sieht, bin ich tot. Also, beziehungsweise kann ich gleich wieder umziehen. Dann wird er erstmal bestochen und wenn er nicht zur Vernunft zu bringen ist, werden wir was anderes finden. Warum siehst du andere Sachen als ich? Es ist ein schwerer Schock, jemanden zu töten und überfallen zu werden. Es ist mitten in der Nacht, du bist vollkommen fertig, das wird sich alles beruhigen. Walli, willst du mich verarschen? Ich kann doch sehen jetzt gerade, was da los ist. Du kannst übrigens jetzt gerade sehen, wie der lustige Mann ohne Gesicht in deine Wohnung kommt und deiner Drohne in die Kamera winkt. Ich zeige ihm Mittelfinger. Über die Drohne. Er schüttelt bestürzt den Kopf, als könnte er sehen, was du tust. Stemmt dabei die Fäuste in die Hüften, also in die Teile, Hüften. Siehst du den Typen da? Siehst du den Typen in der Wohnung? Nicht den Toten, den mit der Melone. Walli, sag bitte, dass du den Typen siehst. Nein. Oh, verdammt. Verdammt. Ich glaube, ich muss zum Doc. Soll ich dich sofort hinbringen? Ja, ich klingel ihn gerade durch, ob er da ist. Okay. Ich besorge uns ein Fahrzeug. Danke. Ich klingel Dr. Ivan Ivanovic durch. Ivanovic und die Kremlkraus übrigens. Stimmt. Und das war damals überhaupt nicht geplant. Es ist mir nie aufgefallen. Der ist einer von den Kremlkrauts quasi. Okay. Das bleibt anzunehmen. Lady Foxy, was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, ich glaube, ich werde verrückt. Irgendwas stimmt nicht. Wie wär's, wenn das klingt delikat, wenn Sie gleich bei mir vorbei schauen? Ich komme, ich bin gleich da. Ja, natürlich kommen Sie vorbei. Und Billy ist natürlich aufgelöst, also ich denke, das sollte auch eher mit seinem... Das kommt nicht super durch. Mit seinen nicht existierenden menschlichen sozialen Kompetenzen sollte er das doch noch hinbekommen. Ey komm, er hat gerade nicht gefragt, was mir erst auf der Zunge lag, bis ich Alter gemerkt hat, dass du halt aufgelöst bist. Der hat auf jeden Fall nicht gesagt, wie zeigen sich denn die ersten Merkmale ihres ausbrechenden Wahnsinns, den ich immer vorhergesehen habe, weißt du? Danke. Das würde der Doktor natürlich tun. Nee, den letzten Satz, der kam jetzt nur von mir. Ich schwing mich dann mit Walli ins Auto und Gott. Billy kaut Fingernägel. Mhm, ja, du kommst wenig später da an. Gott. Ja, die Tür öffnet sich, die Muskeln machen den Weg frei. Also Gunfist steht in der Tür und öffnet sie bereitwillig und lässt sich durch. Gunfist steht in der Tür. Ja, das sind offenbar die angehörten Muskeln. Also das ist dieses typische,
die Kleidung, in die er seine Leute mal reinzwingt, er hat ja ein bisschen Stilbewusstsein und sowas, und da steht Gunfist. Billy schreit, fällt zurück auf den Hintern wahrscheinlich und zeigt mit dem Finger. Was? Oh Gott. Vali hilft dir hoch und schiebt dich vorbei an ihm, wenn du dich nicht zu hart wehrst. Billy wird nicht an den Typen vorbei wollen. Okay, was du, also sie hilft dir erstmal so hoch mit einem Arm unter der Achse und würde dich dann so ein bisschen nach vorn schieben. Nee. Was tust du? Weiß nicht, ist Valeria stärker als ich? Ja, sie streut jetzt nicht mit übelster Gewalt. Was ist denn los? Der ist tot, der kann nicht hier sein, der ist verdammt nochmal tot. Wer denn? Der! Und Billy zeigt immer noch auf den Typen. Da ist niemand. Was? Da ist keiner. Wie, da ist keiner? Da steht doch der verkackte Drecks... Gunfist war ein Ork, ne? Ja, da steht doch der verdreckte Kackarsch. Da ist niemand, da hinten steht jemand neben der Tür. Sehe ich da jemanden stehen? Nope. Oh Gott. Es ist vielleicht wirklich besser, wenn wir jetzt zu Professor Dr. Nikolai Ivanovich gehen. Oh Gott, Wally, ich werd verrückt. Das wird sich alles legen, das ist der Schock, komm. Sie würde sich jetzt nochmal Anstalten machen, dich da vorbeizuschieben. Na, Billy wird's zulassen, aber sie wird die Augen nicht von Gunfist nehmen und ja, sich dann drückend an ihm vorbei, quasi an die überliegende Wand gedrückt mit dem Rücken rüberschieben, durchschieben, vorbeischieben. Gut, du gehst also auf das Behandlungszimmer zu und die Tür geht auf und Gunfist macht sich hinter dir dann am Teekesselchen zu schaffen, was auch immer Tee für die Besucher gemacht wird und an den Plätzchen, weil er nochmal ein paar nachschiebt und so, also das, was sonst der Typ macht, der halt hier aufpasst. Ja, das sehe ich aber nur, weil ich gerade dran vorbeikomme und dann sehe ich dann die Manne. Naja, das ist das Letzte, was du siehst, bevor die Tür zum Behandlungszimmer dann zugeht. Darin steht selbstverständlich ein Mann mit der Melone und ohne Gesicht. Nicht Professor Dr. Nikolai Ivanovich. Jetzt machst du viel, Alter. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wie ich reagieren soll. Billy rennt zurück zur Tür und reißt die Türklinke runter. Gut. Jetzt muss ich kurz Eskalation. Überlegen. Eskalation, das gefällt mir. Vor dir, also anders. Die Tür ist offenbar eine der wirklich schallabsorbierendsten, die es auf dieser Erde gibt, denn du hast nichts davon mitbekommen. Dass der Sprite, den du neulich hattest, der Dodo, wo Flumi sagt, es ist kein Dodo, aber sie hat keine Ahnung, ab jetzt ist es ein Dodo. In 2080 haben wir gesagt, sehen Dodos so aus. Richtig. Der ist in einem argen Kampf mit Gunfist verwickelt, und zwar einem, der offenbar Gunfist schadet. Also der hackt auf ihn ein, er sieht auch, also der Dodo, relativ stofflich aus, nicht wie sonst so AR-Ikonografie-mäßig, sondern er ist einfach aus Fleisch und Blut, na klar ist er das, aufgetaucht und hackt auf ihn ein. Gunfist wehrt sich mit Händen und Füßen. Hauptsächlich aber Händen. Okay, Billy wittert eine Chance. Sie möchte sich einen Paladin-Sprite kompilieren. Na klar, meiner. Hau rin. Wie gut? Ein Sechser. Oder hat auch jemand was vor? Billy hat... Billy, um ihr Leben und so, ne? Hast du mitgekriegt? Ach so, naja, dann. Ne? Also, Resonanz, haben wir immer noch 3. Ach, das kann ich jetzt ganz kurz fragen. Zählen die Edge-Sessions jetzt eigentlich von Grund auf? Also, ich meine, ich habe beim letzten Mal eh kein Edge verbraten, aber wenn ich jetzt Edge benutze, zählen die in die laufende Session oder zählen die separat? Auch wenn es für dich ein bisschen Aufwand bedeutet, zählen die separat. Oh, das ist gut. Dann wird der gleich weggeätscht. Der. Okay. Also, sprich, kompilieren war Resonanz. Doppelte Resonanz dann, ne? Resonanz und kompilieren. Ach, ne, Moment. Stimmt. Kompilieren habe ich 3. Also doch doppelte, sozusagen. Quasi. Und es war SAE. Was? Nur ein Ver... Wie geht das denn jetzt? Das stimmt doch was nicht. Ich habe 6 gewürfelt. Normalerweise müsst ihr alle nicht der Folge nachwürfeln, oder? Nee, der müsste deine 6 nochmal würfeln. Du kannst die 6 auf jeden Fall nachwürfeln. Die 6 hat er schon nachgewürfelt. Ich habe eine 3, eine 3, eine 6, eine 1, eine 4, eine 4. Achso, das stimmt aber.
Ja, dann stimmt's. Ich habe gleich geätscht, anstelle von zu Ach warten. so, wenn du gleich geätscht hast, jetzt sehe ich das gerade erst. Mach nochmal einen Wurf, du kriegst doch deinen Edge, also die plus 3 kriegst du. Ach Also ist so. das SRE 9. SRE 9, okay. Okay, das sind dann drei Erfolge. Gut, warte. Paladin, und der zählt als Wort. Oh, scheiße. Ist aber nicht so schlimm. Pass auf, das geschieht jetzt folgendermaßen. Erstmal einen Zug, mein Freund. Dann mach erstmal deinen Entzug. Beziehungsweise Fading in dem Fall. Warte mal, was war nochmal Fading? Gegen 6K. Ich weiß gar nicht mehr, das war Wille und... Charisma Charisma. Und Resonanz. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, für mich ist Charisma, weil Shaman, ne? Ja. Also, 9. 4 Erfolge, also 2... Oh, 2 Physis. 2 Physis. 2 Physis. Aber jetzt zeichnet man aber. Also, ich meine natürlich, oh, das ist aber jetzt ganz schön schlimm. So, des Weiteren passiert also nun Folgendes. Ich brauche einen Link, den da. Ich bin hier ganz schön mich gerade am selbst in die Scheiße reiten. Geht so. Aus... Durch die Tür, durch die Eingangstür stürzt ein, übrigens Link im TS, ein lilafarbenes Space-Männchen, kann man sagen, also mit so Space-Rüstung und so einigermaßen Star Wars-Mund-Atem-Dings da und schwarzer Verglasung um die Augen herum, der einen Arm hat mit einer, sagen wir mal, Space-Armbrust. Ich denke, das trifft es. Okay. Der ist so ungefähr kniehoch. Also eine Drittel Jojo oder eine halbe Jojo vielleicht. Stürzt herein. Zum Glück bin ich rechtzeitig da und schießt auf ganz fest. Aha. Der von einem Bolzen getroffen wird, da es ein Space-Bolzen ist, bläht er sich dann über die Maßen in seinem Bein auf und zerplatzt. Mit dem Bein. Dem gesamten Oberschenkel. Sehr schön. Nicht. Du kriegst ja schon ein bisschen Geschmiere ab. Das kriegt kein Schwanz mit, außer mir, ne? Naja, also Valeria steht in der Tür und guckt dich fragend an. Hat so eine beruhigende Haltung, während ihr einfach mal ein halbes Bein ins Gesicht spritzt und schmierig an ihrer Wange runterläuft. Ich glaube, es ist... Achso, ich habe keinen Dienst bei dem. Das heißt, ich kann dem jetzt nicht befehlen, dass er noch den anderen Typen da im Besprechungszimmer, hätte ich beinahe gesagt, im Behandlungszimmer angeht. Nicht wirklich. Beziehungsweise ist es auch so, dass Gunfist natürlich irgendwie sich schon was draus macht, dass ihm ein Bein fehlt. Ja. Aber er zieht auch jetzt inzwischen seine Waffe und ballert wild auf den Dodo und Space Captain Kleinomatz. Ich schau mir das erstmal noch an und schiere. ein bisschen Kopfporn. Ein bisschen Kopfporn. Ja. Kopfporn ist auch gut. Kopfporn. Jetzt in jedem Kino. Auch zum Mitnehmen für nach Hause. Hm. Ja. Nee, Billy guckt sich das erstmal an, wer gewinnt. In der Tat ist es so, dass viel schneller als vorhin in deiner Wohnung sich irgendwie wieder Beinteile zusammenarbeiten und zurück zum Bein wandern und sich da dran heften. Space Captain Kleinomatz und der Dodo sind immens hartnäckig damit beschäftigt, auf Gunfist einzuhacken, als dann aber der Mann mit der Melone ohne Gesicht, mit so einem halben Gesicht, so, also mal realistisch, mit einem halben Gesicht rauskommt, erstaunen die beiden, wirken, als würde etwas aus ihnen herausgesaugt, gesogen, verzeih, und teilen ihre Kräfte der Gestalt, dass Dodo auf Gunfist geht und der Space Captain auf den Melonenmann, der aber von dem nächsten Armbrustbolzen minder beeindruckt ist, also der prallt an ihm ab. Dann attackiert jetzt Billy den Typen, also den Melonenmann ohne Gesicht, mit, was habe ich nochmal hier? Den Scheiß. Ach, wenn ich doch alles mal meine Sachen auswendig lernen würde, so wie es sein sollte. Hier, Resonanz-Spike.
Resonanzbike. Gut. Haben wir gesagt. Software und Resonanz, ne? Mhm. Ist Tiefe? Moment, ich habe Software 4, Resonanz 3 sind 7. Die Stufe ja. macht quasi deinen Grundschaden ja. und macht die Nettoerfolge als Schaden drauf, aber ist halt auch umso höher, umso mehr Zug muss halt auch widerstehen, ist ja klar. Ja. Und, doppelte Resonanz. Nochmal. Gut. Das heißt aber trotzdem noch 7 Würfel, ne? Naja. Mhm. Am minus 1 wegen Schaden. Nee, ich hab nur zwei Kästen. Ah, Moment, doch, zwei Füße. Du hast Füße. Aber leichte Schmerztoleranz. Geringe Schmerztoleranz heißt das. Klar hast du geringe Schmerztoleranz, Alter. Scheiße, Low Pain habe ich tatsächlich. Oh, weißt nein. du das nicht mehr wegen der Milz, Alter? Okay, SR6 dann. Ach, komm schon. Ja, ich edge den. Null Erfolge. Alter, was ist denn hier los? Zwei Erfolge. Ah ja, voll, sehr schön. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, womit der wieder steht. Muss ich noch ein Fading hinterher schmeißen, oder? Hm? War auch nochmal SR6 dann. Nee. Warte mal, Resonanz und Dings, aber nicht minus 1, also 7. 7 dann. Das, noch. Was du vorhin halt gewürfelt hast, ne? Ja, also dann, ich hatte jetzt nur gedacht, dass der Schaden nochmal draufkommt. Also dann nee, nee, 7. Der kommt beim Schadenswiderstand nie drauf. War das 7? Ich dachte, das waren 6. Ach, Charisma nee. 9, klar, Entschuldigung. 9. Hier, 9. Kann ja genau wissen, dass du so ein Charisma-Monster bist. Wir spielen 3. Nicht so lange. 3 Erfolge, jetzt krieg ich schon mal 3 oben drauf. Warte mal, Resonanzbike macht tatsächlich 3 oben drauf. Jo. Also schon 5. Lebenskraft und Firewall, so. Aussehen wäre noch nett deines Resonanzbikes. Du kannst, da du es jetzt begriffen hast, du kannst im Wesentlichen aus allem alles formen, wenn du Bock hast. Moment, ich muss überlegen, währenddem ich an meiner Zigarette ziehe. Haha. Was ist denn in dem Raum, wo wir gerade sitzen? So AR-technisch gerade vorhanden. Eine Lavalampe? Okay, pass auf. Es gibt verschiedene Lichtquellen, aber leider keine Lavalampe. Es gibt Neonröhren. Genau. Es gibt halt das Tischchen mit den Sesselchen, mit den Keksen und den Teechen. Und ansonsten halt eine Tür. Also der ist ja relativ kärglich. Weißt du, wie ein Ionenstrahl aussieht? Ich frag dich heute Sachen, gell? Du kommst überhaupt nicht mehr zurecht auf dein Leben wegen mir. Ionenstrahl. Ionenbeam. Meinst du so, wie es in Filmen aussieht oder in echt? Du kennst doch Independence Day. Oder jetzt sag mir nicht, dass du nicht Independence Day kennst. Was meinst du? Ja, Independence Day. Also, wenn das UFO über hier DC Washington auf dem Präsidenten seinem White House den Strahl runterlässt, da die Scheiße. Du meinst noch ein bisschen übertriebener, ja? Ja, für Billy sieht das so aus. So, alles aber klar, aus den Neonröhren kommt es halt so raus und kanalisiert sich dann wie Todessternmäßig über dem Typen zusammen und bam. Nice. So wie Tony. Bam. Klatschen muss es. Schlächer muss es eben. Alles klar. bam, 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 bam. Es passiert also das Folgende. Du kanalisierst deinen Todessternlaser-Ionenstrahl und das fliegt auf ihn zu und klatscht ihm volle Kanne ins Gesicht, das er eigentlich nicht hat, aber der wird sofort auf den Boden geschmissen dadurch. Das Gesicht ist wie so ein Puppenkopf, so ein Keramikpuppenkopf, der halt einen deftigen Schlag bekommen hat. Also es bilden sich Risse und das fällt auch so ein Stückchen ab und fällt auf den Boden und zerplatzt da. Natürlich in Leben kein Blut oder so ein Scheiß, das wollen wir ja alles nicht. Daraufhin relativ schnell erstarrt das Gunfist-Ding und entschwindet ins Nichts. Mhm. Und Melonenmann klettert, also nee, er klettert nicht, er nimmt seine Melone, zieht die Krempe ultraweit auseinander, stülpt sie über sich und die Melone fällt auf den Boden und er ist darin verschwunden. Erinnert mich an Pantau. Ältere Gern Zuhörer. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich auch gleich, ältere Zuhörer werden wissen, was ich meine. Aber macht nix. Scheiße, ey. Okay, Billy sinkt gegen die Wand zusammen, kauert sich in der Ecke. Also mit den Händen so um die Knie umschlungen, weißt du, und Kopf runter. Mhm. Oh ja, und hat halt einen Nervenzusammenbruch, würde ich jetzt mal so in die Richtung gehen. Meinst du so? Ja, ich denke, das kommt schon relativ gut
Ja, das kommt relativ gut, sagst du. Das verschwimmt alles ziemlich. Das kann auch eine Auswirkung des Adrenalins sein vor deinen Augen. Allerdings verändert sich dann die ganze Umgebung, sodass du jetzt bemerkst, nach 2, 3 Minuten, wenn man so einigermaßen wieder halb zurechtkommt, dass du zusammengekaut und schweißgebadet, nein, du hast dir nicht eingeschifft, in deinem Bett sitzt. Zu Hause. Es ist so gegen 2:30 Uhr. Nice. So reagiert Billy natürlich nicht. Das ist übelst gut. Nice. So hart ist er nicht. Du behältst deinen körperlichen Schaden nicht vollständig. Du hast noch Schmerzen, aber sie sind nicht so hart wie gerade eben noch. Du spürst es schon, aber naja, ist deutlich besser. Deutlich besser. Okay, du gibst mir keinen Wert jetzt, du sagst mir den Ich negativen sag dir, du Modifier dann, wenn darfst es dir beim soweit ist. nächsten Run merken, dass du -1 bekommst. Oh, beim nächsten Run echt? Also Also sprich, wenn wir... quasi, wenn wir morgen spielen, den Run Ja. weiter mit Robin Schnabel, bist Right. du noch fröhlich dabei. Oh, das heißt, ich muss doppelt Buch führen, das wird heftig. Na, nicht wirklich. Na, schauen wir mal. Ja, mit dem Edge auf jeden Fall, da musst du doppelt Buch führen. Ja gut, ich habe mir jetzt den Schaden mal aufgeschrieben hier mit 5 physischen. Ja, das kannst Und du dann... wegstreichen. Gib dir einfach Okay. -1, also so. Minus 1 Mod Ich oder kann es minus auch sagen, du 1. kriegst 2K, hast du noch. Ah, geistig aber oder was? Nee, K. 2K aufschreiben, okay. Und Edge musst du halt tatsächlich getrennt machen. Okay, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, 2K physischen, der zählt auch für die normale Runde, die ich momentan habe. Sie. Willst du sagen, das Okay. war unnormal? Normale Runde in Anführungszeichen, weil das momentan die Solo-Sessions sind. So, ja, Meiner. stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Gut oder schlecht. Verdammt. Ich will wissen, wer das war. Ich will wissen, wer der Melonenmann ist. Ist es das normal, dass ich das wissen will? Ja, ich denke schon. Du hörst, wie unten 2 Jugendliche so einen Comlink-Automaten auseinandernehmen, offensichtlich um das rauszuholen, was da so drin ist. Sie stellen sich dabei relativ ungeschickt und laut an. Sie haben eine Brechstange dabei. Mensch, ich habe gerade ein Déjà-vu hier. Krasse Scheiße, oder was? Ja, hier im echten Leben habe ich gerade Déjà-vu hier. Hast du Katz gesehen? Schwatzi. Von links nach rechts, da pechts. Echt. Bestimmt. Okay, Billy wird nicht mehr schlafen können heute Nacht wahrscheinlich. Die ist Meinst, sie auf. achtet auf so Dinge, die sie umgeben? Billy sitzt im Bett und ist aufgelöst. Komplett. Ruft nach Herbs. Erbs kommt. Erbs geht gut. Er hat sich gerade wirklich ausgezeichnet an irgendwelchen Matrix-Ikonografien von Cafés bedient. Da gab's Schlemmer-Sachen, sage ich dir, auch lecker. Billy geht dann auch an ihre Tür und überprüft ihre Tür. Alles safe. Checkt ihre Knarre. Alles safe. Du hast keine Munition verbraucht oder sonstiges. Irgendwelche. Also bis auf die Tatsache, dass ich Schaden habe, auch nichts im Speicher, also aufzeichnungstechnisch nichts im Speicher. Auf meinem Comlink kein Anruf an Valeria, kein Anruf zum Doc. Ganz genau. Okay. Ich habe schlecht geträumt, würde ich jetzt sagen. Aber warum tut dann alles weh? Oh, scheiße. Ja, ich, fuck, ich, keine Ahnung, ich fange an. Was fange ich denn an? Billy kocht sich einen Kaffee jetzt, setzt sich dann ins VR und fängt an, nach Babel zu rufen. Also sprich, den kann ich ja nicht kompilieren oder so irgendwas logischerweise, aber sie wird anfangen, sie hatte ja schon mal Kontakt mit Babel mehrfach. Und naja, man kann sich halt so vorstellen wie im verlassenen großen weiten Raum, also jetzt nicht irgendwie in einer dicht besiedelten VR-Landschaft oder so irgendwas in der Matrix, wo halt jeder sich rumtreibt, sondern halt irgendwo in den Weiten vom VR wird Billy jetzt gerade stehen, ganz verlassen und wird nach Babel schreien. Also rufen. Da Babel ja Paragon ist und unbegreiflich und unbeschreiblich, kann ich das auch komplett lassen. Du spürst Babels Präsenz,
sie hat sich es, eher was auch immer, hat sich dir mal auch schon mehrfach gezeigt, aber nicht immer. Dieses Mal auch nicht, aber du spürst auf jeden Fall die Präsenz, dass ein Ohr auf dich gerichtet sei. Ich kann es auch schlecht vertonen, aber das probieren wir jetzt einfach aus. Du möchtest ihn vertonen im Gespräch? Ich möchte ihn nicht vertonen. Ich kann dir leider nur durch indirekte Rede sagen, was dieses vielstimmige Gewirr von allem, aus dem es sich zusammensetzt, was ja nun mal alles in der Matrix ist, dir mitzuteilen versucht. Okay, sobald Billy die Präsenz von Babel wahrnimmt, wird sie ihn darum bitten. So, Babel, ich brauche deine Hilfe. Paragon, ich verzweifle, was gerade heute Nacht passiert ist. Es war kein Traum. Und ich brauche deine Hilfe, um zu verstehen, was passiert ist. Paragon sagt, Computer sagt nein. Nee, heute habe ich gar keine Lust drauf hier, ne? Aber weißt du was, ich glaube, das könnten wir auf jeden Fall machen. Aber ich habe gerade irgendwie so eine geile Schlampe bei mir, da muss man auch kurz warten. Also, Babel wünscht offenbar zu erfahren, was dir heute Nacht widerfahren ist. Ja, ich beschreibe ihm halt dann, beziehungsweise ich zeig ihn in meinen Erinnerungen, ich stelle meine Erinnerungen im VR dar. Und zeig ihm quasi, was passiert ist. Das wird sich dann so comicartig ein bisschen nochmal aufrollen. Also vielleicht verstehe ich mal anders. Ich verstehe, was du meinst. Ja? Ist das verständlich? Mhm. Ja, das ist verständlich. Okay. Aber so ein Dark-Comic. Na, das ist ein Manga. Und Japanogore. Socken kochen. Das ist nicht Apano Gore. Aber das ist doch auch nicht so schlimm. Es macht einen Mix aus beidem. Okay. Ja. Babel erklärt dir, dass die Schergen all dessen, was nicht nur das Gegenteil von Babel ist, sondern der innere Feind. Es klingt nach einer ganz schlechten SR-Runde. Also. Egal. Schneide schon raus. Ja, bitte. Okay. Das war jetzt vielleicht. Also, dass der Feind im Inneren derzeit wieder ausschwärmt, um Technomancer und um Sprites zu vergiften und um sie an den Rand des Wahnsinns zu treiben, sich dabei zum Teil Babels Methoden auf eine verzerrte und widerliche Art und Weise bedient und dass der Feind im Inneren immer dann aufgehalten werden muss, wenn er gesehen wird, dass doch das... Also ungefähr so redet Babel, ne? Ist klar. Deswegen versuche ich das gar nicht erst. Nein, aber dass diese Aufgabe sicherlich zu viel verlangt ist von einer Person, aber dass die Hilfe rast, weil an allen Fronten irgendwie gerade die Machenschaften von Dingen, die falsch sind in der Matrix, quasi zu finden sind. Okay. Ich habe auch nur so halb verstanden, was ich meine, keine Angst. Gut, solange der Zuhörer weiß, was gemeint ist, ist ja alles wunderbar. Also ich glaube, es ging um Buttplugs oder so, ne? Hosteln. Pfui. Nee, ja. Scheiße, verdammt. Was heißt das denn für mich jetzt genau? Ich muss das bekämpfen, Du hast quasi heute Nacht eine schwere Schlacht geschlagen und du hast dem Feind im Inneren schweren Schaden zugefügt. Du hast ihn nicht besiegt. Das heißt, ich bin noch lange nicht durch. Ob er wiederkehrt, ist fraglich, aber es ist durchaus möglich. Weil er gerade die in den zwei Welten leben, also Technomancer, die Babel folgen, gerade denen ist dieser Feind quasi, das ist ihm die größte Schmach, dass es Babel-Loyalisten gibt und die versucht er halt hartnäckig auszulöschen. Er versucht dabei vor allen Dingen das zu tun, was halt Babel, das Gegenteil von Babel zu tun, also Desinformation, Zerstörung von Informationen, versuchen daran, Leute daran zu hindern, zu kommunizieren und so weiter. Was passiert, wenn ich den Kampf verliere?
Dazu schweigt Babel sich aus. Nach einer kurzen Pause meint er sie es aber noch, dass du dich bei deinen Kämpfen immer auf die Hilfe deiner Gefährten aus der tiefen Resonanz verlassen kannst. Kann ich mich der Gefahr auch selbst stellen? Aktiv werden? Ich möchte nicht wieder in der Nacht überrascht werden mit der ganzen Situation und nicht wissen, ob ich jetzt wach bin oder träume. Ich möchte Kontrolle übernehmen. Es muss doch einen Weg gehen, Babel, dass ich aktiv werden kann. Gegen Wesen, die in manchen Teilen der Matrix heimisch sind, ist schwer anzukommen, weil man sie so schwer findet. Sie spielen das Spiel schon so lange, sie sind hineingeboren und verstecken sich auf eine Art und Weise, die es dir fast unmöglich machen wird, sie zu finden. Aber wenn du finde den essentiellen Teil des Feindes und du kannst ihn damit zurückverfolgen. Den essentiellen Feind? Teil des Feindes. Okay. Was genau ist der essentielle Feind? Datenzerstörung? Nein. Die Personifikation des Feindes hat einen Teil, der immer wieder auftaucht und der wiederkehrt. Und wenn du den an sich bringst, und das ist immer was anderes, dann hast du eine starke Form von Kontrolle. Starke Form von Kontrolle. Und kannst ihn auch zurückverfolgen, um den Kampf dorthin zu tragen. Aber dann musst du dir vorher Hilfe suchen. Vielleicht von anderen zwei Weltbewohnern, nicht nur von den Wesen der tiefen Resonanz. Okay. Und finde ich die Anhaltspunkte in meiner Welt, in meiner Meatbody-Welt oder in... Wo fange ich meine Suche an? So schrecklich das auch ist, bisher hast du keine Chance, die Suche zu beginnen. Du musst auf den Jäger warten. Und ihn dann zurückverfolgen? Und ihn dann den essentiellen Teil stehlen. Wie stehle ich den essentiellen Teil? Mann, Junge, da hab ich mich ganz schön ins Ausmanövriert, oder? Tja. Wenn du jetzt da rauskommst, jetzt, Achtung, und Achtung. Er spielt den Ball zurück. Pass These auf, aren't the droids you're looking for. Ach, schön. Durch die Methoden, die ich dich gelehrt habe. Die Methoden Babels. Bam, Alter! Das ist gerade wie Fußball hin und her kicken, Alter. Auf jeden Fall. Wer macht die dümmste Aussage, die nicht zu verstehen ist? Ich. Moment, also ich wollte gerade sagen, ich mache immer noch klare Aussagen. Klare Fragen, das kann ja jeder, aber die nicht beantworten können, das kann ich, Junge, ich werde Politiker. Wir müssen eine Lösung finden, die für beide Seiten gerecht ist. Das Warten auf den Jäger ist alternativlos. Alternativ, das heißt, ich muss auf den Jäger warten und dann... Aha. Du hast dich heute gut geschlagen, es wird sich dir offenbaren, wenn es soweit ist. Oh Gott. Aber dieses Wesen wird vermutlich nicht noch einmal so dumm sein und... Ist mir so einfach machen. Dieselbe... einen solchen Angriff auf dich führen. Hat dieses Wesen auch Einfluss in die reale Welt oder nur in der zweiten Welt? Wenn die Fleischweltbewohner, eigentlich nur die, die in den zwei Welten leben wie du, unter falschen Einfluss kommen oder wegen der falschen Motive die Resonanz erforschen, kann es sein, dass sie einem solchen Wesen zum Opfer fallen und es zu ihrem Mentor erklären. Okay. Das heißt, ich sollte mich jetzt am besten auf die Suche nach Verbündeten machen. Ja. Danke, Babel. Babel sagt dir, dass sie den Ruf in die Tiefenresonanz schicken wird, dass andere die Augen offen halten und dir, wenn nötig, beistehen und dass auch andere zwei Weltbewohner die Augen offen halten.
Alle die, die zumindest sich mit den Prinzipien Babels einverstanden erklären. Sind andere schon zu dir gekommen mit demselben Anliegen wie ich? Er sie es bejaht. Er sie es bejaht? Okay, kannst du mich mit dieser Person zusammenführen? Mir einen Hinweis geben, wo ich diese Person finde? Ja, Babel wird sagen, nö, nicht direkt, aber ich gebe dir einen Anhaltspunkt, nachdem du suchen kannst oder irgendwas, du. Natürlich, okay. Ich überlege doch nur gerade, wie ich das formuliere, meiner. Okay, ich wollte es ja wieder nicht so langsam, so langweilig machen, so dass man es nicht rausschneiden könnte, wollte ich es machen, das war alles klar. Bam! Also, du alte Sackmilbe, sagt Babel. Nee, Babel wird sich bemühen, einen Hinweis oder dir eine Möglichkeit zu geben, diese anderen Leute zu finden, aber es wird eine Weile dauern, das für dich quasi verstehbar zu machen. Babel weiß ja immer, wo seine Schäfchen gerade stecken und was sie machen im Unterbewusstsein, aber das herauszukramen und für dich verständlich darzustellen, das wird wohl noch etwas dauern. Okay. Ja, ich glaub, dann sage ich jetzt mal Tschüsse, ne? Alle, mach's gut und sag mal Bescheid, gell, wann du alles klar ist, dann komm ich rum, ne? Ja, klar, machen wir und dann ziehen wir uns richtig zu, oder was? Ah ja, Straf-Gin. Naja, mindestens Straf-BTL hier aus der Matrix direkt reingeladen. Brummlibär, zack, 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 das muss knallen, oder was? So sieht's mal aus hier, Kollege. Nein, Billy wird dann sich natürlich erstmal bedanken bei Babel, dass er erstens auf ihren Ruf geantwortet hat, weil das ist schon sehr große Ehre für sie. Für die Informationen, die er diese bekommen hat. Und wird sich dann in einen Manta mit einem Fuchsschwanz verwandeln und davonfahren. Alles klar. Babel macht natürlich noch deutlich, dass das keine Ehre ist, sondern dass du immer und so weiter und verlassen und dass sie sehr stolz ist von den Leistungen, die du heute gegen den inneren Feind und so weiter, ne? Ja. Na, da hat der Spieler da doch ganz schön nochmal was angestellt mit Billy. Bisschen in die Ecke getrieben wurde es auf jeden Fall. Interessant, garantiert zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird mit der ganzen Babel-Geschichte hier. Vor allem diesen komischen, rauchenden Männern da. Passt mir natürlich als Spieler, aber Billy wird damit erstmal zurechtkommen müssen. Aber das will man ja sehen, wie sich das weiter verhält. Es wird weitergehen bei uns ganz normal mit dem Sanya-Run. Das heißt, die nächsten zwei Episoden werden sich wiederum um Sanya und der Klamotten-Deal darum sich drehen. Und dann werden wir mal sehen, wie der Spieler, der sich das vorgestellt hat, wie es weitergeht. Soweit jedenfalls hat Billy jetzt mal einen Auftrag von Babel sozusagen bekommen, ungewollterweise. Könnte interessant werden, ne? Gut, Intro- und Outro-Music muss ich an der Stelle erwähnen, weil wir ja unter der Common Creative License laufen. Das heißt, an der Stelle sage ich, dass die Jingle Punks mit dem Lied Into the Depth, also hier in dem Fall bei uns gesponsert haben, die gibt's auf YouTube direkt bei den Attributions, also sprich, man kann sich die Sachen runterladen, sind gratis. Tops Incorporated gehören die Rechte an Shadowrun, das heißt, die White Russians erheben keinerlei Recht daran, wie immer eigentlich. Und alles Weitere ist halt so, wie immer, dass der Pegasus Verlag, ne, in Deutschland das Ganze vertritt. Wir halt, wie gesagt, Common Creative License sind, keinerlei Recht an irgendwas haben. Wenn ihr gerne Stücke von uns verwenden wollt, weil ich das jetzt auch so abgehackt gesagt habe, dann dürft ihr das gerne tun, schneidet euch raus, benutzt das auch gerne. Aber wenn ihr dem so tut, dann müsst ihr auch ein Label anheften, ist halt einfach so, ne? Aber braucht eh keiner.
Deswegen halte ich mich auch kurz jetzt und mache einfach hier schon wieder Schluss. Es ist schon wieder lang genug geworden, denke ich doch. War sehr interessant auf jeden Fall. War sehr cool, die Idee vom Spielleiter. Ich freue mich auch drauf, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Deswegen grüße ich euch ganz herzlich an der Stelle. Lasst uns doch einen Kommentar da, ob euch das gefallen hat, ob ihr irgendwas zu bemeckern habt oder nicht. Gebt uns Likes oder Dislikes, schreibt uns auf WordPress und ansonsten, glaube ich, habe ich nichts vergessen. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss, wünsche euch allen einen schönen Tag und ne, bis zum nächsten Mal. Die White Russians. Tschüss.